Dann herzlich willkommen an alle Mitglieder der Fraktion, Mitarbeiter und Gäste zur 51. Fraktionssitzung. Wir haben wie immer einen Entwurf für eine Tagesordnung. Das ist als erstes die Eröffnung inklusive Sitzungsleitung, Beschluss, Tagesordnung, Protokoll, Stimmdelegation, Beschluss, letztes Protokoll. Zweitens Unerledigtes. Drittens Anträge an die Fraktionsversammlung. Viertens Plenarvorbereitung. Fünftens Termine. Sechstens Kommunikationstreffen mit Landesverband Berlin am 19.01. Und siebtens Berichte und Sonstiges. Und dann würde ich vorschlagen, dass ich wie üblich die Sitzung leite und wir zur Beschluss der Tagesordnung kommen. Und danach das Protokoll der letzten Sitzung beschließen. Gibt es dazu Fragen oder ist das nicht der Fall? Dann kommen wir direkt zur Abstimmung und ich frage, wer will das Protokoll so beschließen vom letzten Mal? Das sind alles Ja-Stimmen, außer Enthaltung von Alexander Morlang, Andreas Baum und Oliver Hilfinghoff. Und eins habe ich wieder versäumt, nämlich die Stimmdelegation zu übertragen, vorzulesen. Da gibt es nämlich eine von Susanne an den Gerwald. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist Unerledigtes. Da gibt es die Bitte, dass wir alle unsere Nebeneinkünfte noch aktualisieren, damit wir die zum Jahresende veröffentlichen können, also möglichst bis zum 19.12. nochmal an Annette Prunk mailen, wie der aktuelle Stand ist und am besten auch mit einem Link zu der Veröffentlichungsseite. Und ja, Pavel. Ich habe da jetzt zwar im Moment keinen Stress mit, weil sich absehbar wahrscheinlich nichts ändern wird. Ich fände es aber gut, wenn wir bei dem beschlossenen Verfahren bleiben würden und nicht jedes Mal irgendwie anders verfahren. Und das beschlossene Verfahren sagt nicht, dass wir sozusagen vor Ablauf der Frist die Einkünfte angeben, sondern jeweils immer halbjährlich, glaube ich, innerhalb der ersten zwei Monate, wenn ich das richtig sehe. Das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert an diesem Aufruf, muss ich sagen, weil es halt unter anderen Umständen durchaus einfach ein Problem zum Beispiel für mich darstellen könnte, bevor halt sich Jahresabschluss, Gewinnverlustrechnung oder so, die liegt schlichtweg einfach vorher noch nicht vor. Und deswegen, wie gesagt, diesmal ist es für mich kein Problem, aber grundsätzlich finde ich das nicht in Ordnung. Ja. Gut, dann würde ich das oder sollten wir das vielleicht so handhaben? Grundsätzlich ist es natürlich jedem freigestellt, das irgendwie zu veröffentlichen, auch vorfristig. Gibt es aber natürlich, wie du sagst, durchaus diese Frist bis zum Februar, auf die wir da warten sollten, damit dann alle irgendwie ihre Angaben dort entsprechend veröffentlichen können. Gleichzeitig würde ich aber um eine Sache vielleicht noch bitten, falls das nicht schon passiert ist, dass wir zumindest die Stelle mitteilen, wo das veröffentlicht wird. Das ist ja unterschiedlich, je nachdem, manche machen das auf den eigenen Seiten, manche auf dem Fraktionsblog, dass man da dann einfach auch nachgucken kann und da muss man auch nicht weiter nachfragen, wenn man es dann dort einfach eingestellt hat. Jetzt wollte Alexander noch was sagen. Bitte. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass unser Wahlversprechen es war, Transparenz in die Parlamente zu bringen, indem wir einen Gesetzesentwurf dazu einbringen. Aber die Fraktion, also ich folge der Empfehlung der Fraktion, die
Nebeneinkünfte aus selbstständiger Tätigkeit offenzulegen. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Empfehlung. Die Fraktion kann genauso wenig beschließen, was ich offenlege, wie sie beschließen kann, mit wem ich ins Bett gehe oder was ich zu Mittag esse. Die Fraktion kann für sich Beschlüsse treffen. Sie ist aber nicht in der Lage, für einzelne Beschlüsse zu treffen. Ich möchte das hier nochmal angemerkt wissen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Anträge an die Fraktionsversammlung. Da haben wir als erstes den Antrag Moratorium gegen die Aufforderung zur Kostensenkung für Mieter im sozialen Wohnungsbau. Und der kommt von Alexander Spieß. Willst du dazu was sagen? Bitte. Ja, kurz, also der Antrag ist an sich selbsterklärend. Ich hatte mich mit den sozialpolitischen Sprechern und der Mieterinitiative Kotti und Co. zusammengesetzt, die ja auch einen offenen Brief an Sozialsenator Schaja geschrieben haben, wo sie auf dieses Problem hinweisen. Begründung ist, dass die Sozialmieten eben zum Teil weit über dem Mietspiegel liegen und in die Berechnungen der Mietrichtwerte in der Wohnaufwendungsverordnung, aber auch nur der Mietspiegel, und zwar das untere Segment, eingeflossen ist. Insofern sind eben auch in Zukunft viele Sozialmieter davon betroffen, eben diese Aufforderung zur Kostensenkung zu erhalten, falls sie eben Hartz IV, also ALG II oder Transferleistungen beziehen. Da gibt es Gespräche mit dem Senat, also das Problem hat man da erkannt und will wohl auch Abhilfe schaffen, allerdings man weiß nicht genau wie und wann. Und insofern haben wir es für sinnvoll gehalten, gemeinsam, also mit den Fraktionen der Linken und Grünen, in der nächsten Plenarsitzung so einen Antrag zu stellen. Allerdings brauchen wir dazu erst einmal die Bereitschaft der jeweiligen Fraktionen, das heißt, auch die Linken und Grünen müssen dem zustimmen. Dann erarbeiten wir so einen Antrag, wo dann eben auch genau drin steht, wie dieses Moratorium befristet wird und legen es dann eben nochmal zur Abstimmung in der nächsten Fraktionsversammlung vor. Okay, vielen Dank. Dann habe ich dazu eine Nachfrage, beziehungsweise die Nachfrage hat sich mit einem letzten Satz erledigt. Gibt es sonst noch Fragen? Wir stimmen also nochmal über den konkreten Antrag dann entsprechend ab. Gibt es nicht. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, das grundsätzlich erstmal so anzugehen, zusammen mit den anderen Fraktionen? Das ist einstimmig mit allen übertragenen Stimmen, mit Enthaltung von Martin. Okay. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Evaluierung der möglichen, ist mir versprungen, Konsequenzen von unabhängigen Gremien durch den WPD. Ja, danke. Da geht es um den Antrag von Fabio, der Ticketnummer 4886. Willst du dazu noch was sagen, bitte? Wir hatten ja schon vor, glaube ich, 2 Wochen darüber gesprochen. Ich habe das jetzt mal konkreter ausformuliert. Die Formulierung liegt euch vor und ja, das war das, worauf wir uns verständigt hatten, deswegen war beim letzten Mal zurückgezogen worden. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Ja, Pavel? Also ich hatte es mir jetzt auch im Vorfeld heute nochmal angesehen und ich finde es auf jeden Fall schon mal deutlich besser. So mein Eindruck war aber, also wenn ich irgendwie diese Frage, so wie sie da jetzt laut Formulierungsvorschlag ist, beantworten sollte, ich wüsste trotzdem immer noch nicht so richtig, wie eine Antwort darauf aussehen könnte. Eine Idee oder Vorschlag, das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, war, ob man nicht noch irgendwelche Beispiele bringen könnte oder ob es nicht noch irgendwie ein bisschen konkreter möglich wäre, weil es ist immer noch, finde ich, extrem offen und ich befürchte, dass wir da nicht allzu viel an Antwort bekommen. Und die andere Frage wäre,
Gab es da schon mal vorher Kontakt oder wird es da noch irgendwie zusätzlich also mehr geben als nur diese eine Frage, die dann an den WPD geht? Ja, willst du das beantworten? Bitte. Zum Zweiten, ob es mehr, also das ist die Formulierung der Frage an den WPD. Wir machen nicht mehr als die Frage an den WPD geben, falls das. Das war ja das, worüber wir letztes Mal gesprochen hatten, dass wir die Frage konkreter ausformulieren wollen. Okay, die ist jetzt, mir ist es auch wichtig, das jetzt hier zu besprechen, deswegen hatte ich das jetzt auch nicht als Umlauf gemacht. Also ich bin da für jede Kritik auch dankbar und auch für jede, auch wenn das Ergebnis jetzt sein sollte, dass wir es nicht machen, haben wir sicherlich auch was beigelernt. Aber ich hätte natürlich schon mir gewünscht, wenn du jetzt an dem Satz irgendwie noch Kritik hast, weil ich hatte vor einer Woche auch schon mal die Formulierung rumgeschickt und da kam jetzt auch keine Antwort. Also ich bin da jetzt nicht so kreativ, dass ich mir da jetzt was Tolles ausdenken kann. Und was jetzt die Beispiele angeht, habe ich jetzt auch einfach zu wenig Erfahrung mit WPD-Befragungen und Gutachten, als dass ich jetzt bewerten könnte, ob die Beispiele notwendig sind, um eine gute Antwort zu bekommen. Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Gut, Simon? Ja, nee, wir hatten die Diskussion ja auch schon. Also wie gesagt, ich habe auch an sich kein Problem damit, die Frage so zu stellen, nur konkreter ist sie jetzt halt nicht. Und ich glaube, die korrekte Antwort auf die Frage, so wie sie da steht, ist tatsächlich ganz einfach, man kann halt keine hoheitlichen Aufgaben übertragen, aber sonst alles. Also ich wüsste tatsächlich auch nicht, noch wirklich weiter ins Detail gehen kann, wenn die Frage so allgemein ist. Deshalb weiß nicht, was ich mir unter einer Konkretisierung vorstellen würde. Ich meine, du musst ja irgendwas im Hinterkopf haben, wenn du diese Frage schreibst. Also es muss ja um irgendwelche Kategorien von Kompetenzen geben. Und ja. Ja, Fabi? Also wenn die Antwort wäre, man kann ihnen keine hoheitlichen Aufgaben übertragen, aber sonst alles, dann wäre das eine Antwort, mit der ich durchaus einiges anfangen könnte, wie ich auch in meiner Erläuterung schon geschrieben habe, weil es wird zum Teil regelmäßig bei ehrenamtlichen Gremien argumentiert, dass man diesem Gremium ja nicht mehr Kompetenzen geben kann, weil es eben nicht direkt vom Volk gewählt ist. Und was für Kompetenzen? Zum Beispiel die Kompetenz, konkret über in Auswahlverfahren eben mit zu entscheiden oder eine Vorauswahl zu treffen oder eine Nachauswahl zu treffen oder ähnliches oder auch bei Anträgen mehr als nur beratend teilzunehmen. Ja, danke. Pavel? Danach Gerwald. Ja, genau. Also genau das meinte ich halt mit Beispielen, dass man halt beim Briefing einfach bestimmte Beispiele bringt, wie du es gerade genannt hast. Die müssen jetzt nicht Teil unbedingt der Anfrage sein, sondern vielleicht, dass sie ein bisschen Hintergrund vielleicht haben, aber ansonsten, ich kann auch damit leben, die jetzt einfach zu stellen. War jetzt nur, wie gesagt, eine Anregung. Eventuell kann man denen ja auch, weiß ich nicht, wie das Verfahren dann läuft, dass man sie mündlich irgendwie auch noch dazu brieft, möglicherweise. Okay, dann Gerwald und Martin. Ja, mögliche Kompetenzen von solchen Gremien könnte auch Frage- oder Rederecht in den entsprechenden Fachausschüssen sein. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was man fragen kann. Und wie gesagt, wissenschaftlicher parlamentarischer Dienst, Gutachten habe ich in meinem Fachausschuss eher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, das soll sich jeder selber sammeln. Martin? Ich wollte Fabio nochmal unterstützen, weil das Beispiel, was du genannt hast, betrifft mich in meiner Gremienarbeit auch. Das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung hat enorme Probleme mit Spracherecht bei der Auswahl neuer Leiterpositionen und auch der Formulierung von Ausschreibungen zu bekommen mit exakt diesem Argument, dass halt das die Aufgabe des Senats ist und das Kuratorium nur zum Kuratieren da ist und eben keine operativen Entscheidungen oder solche Sachen treffen darf. Ich weiß nicht, ob das, so wie ihr es formuliert habt, da gut ist, um eine Antwort drauf zu finden, aber wenn du das mit dem Justiziariat gemacht hast, dann würde ich dem da einfach vertrauen und
Gut, danke. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, diese Frage an den WPD so zu stellen, wie von Fabio formuliert? Das sind alle Anwesenden dafür, mit Enthaltung von Pavel Meyer, Andreas und Oliver und Heiko. Danke. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das wären in dem Fall die Vorbereitung Plenum. Und da würde ich an der Stelle an Heiko übergeben, bitte. Ja, gut. Dankeschön. Hat heute ein bisschen länger gedauert. Wir haben ja über die Beantwortung von großen Anfragen mit dem Senat gesprochen. So, ich würde gerne springen und zwar erstmal direkt in den Tagesordnungspunkt mündliche Anfragen, damit wir das jetzt hier schnell noch abarbeiten können, weil das sind 7, die gestellt worden sind und die müssen alle vorgestellt werden, damit wir darüber beschließen können, welche wir in welcher Reihenfolge einbringen. Daher würde ich darum bitten, dass Christopher Lauer mit seiner beginnt, dann Martin Delius, dann Andreas Baum, Simon Weiß, Christopher Lauer, dann wieder Philipp Magalski, dass ihr eure dann, oder Christopher, zieh mal deine 5 auch gleich nur mit nach oben, damit du nicht zweimal hintereinander reden musst und dann stellt die mal bitte vor. Ja, die erste Frage zum Maxim Gorki Theater. Wer es nicht mitbekommen hat, der BGH hat entschieden, dass das Maxim Gorki Theater nicht mehr dem Land Berlin gehört, sondern den ursprünglichen Besitzern aus irgendeinem 150 mindestens Jahre alten Vertrag. Und also das Theater gehört uns nicht mehr und einfach die Frage, wie der Senat das denn jetzt so findet. Und die zweite Frage, die ist ganz interessant. Es gab ja diesen Fall im Bereich NSU, wo rauskam, dass sich Ermittlerinnen und Ermittler als Journalisten ausgegeben haben. Und da wäre einfach die Frage, ob das in Berlin, ob der Senat das zulässig hält, dass sich Polizisten als Journalisten ausgeben und ob dem Senat Fälle bekannt sind, in denen das passiert sind. Dadurch, dass das so allgemein gefragt ist, hat das einen ganz netten Twist. Ja gut, dann ist der Martin mit seiner dran. Ja, vielen Dank. Ich korrigiere gerade noch so ein paar Rechtschreibfehler in der Anfrage. Aber ansonsten, es geht darum, dass am 6. Dezember die Morgenpost veröffentlicht hat, dass es einen Schriftwechsel von den Planern an die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft gegeben hat, in der ganz klar gesagt wird, so geht das nicht weiter, wenn ihr, und der Schriftwechsel ist aus Anfang 2010, wenn ihr so weitermacht, dann müssen wir das Projekt von Grund auf mal neu planen, weil mit den Planänderungen nichts mehr sicherzustellen ist, weder Kosten noch Zeitrahmen. Wie gesagt, von Anfang 2010. Die Aktualität ergibt sich daraus, dass es jetzt halt im Nachgang der Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft in der letzten Woche veröffentlicht wurde und halt ein Thema ist, dass man eigentlich nur interessanterweise über die Öffentlichkeit bespielen kann. Das ist die letzte Plenarsitzung vor der Weihnachtspause und deswegen hier als mündliche Anfrage, als kleine Anfrage macht es nicht so viel Sinn, weil wir die Antworten eigentlich schon kennen. Aber wie gesagt, es geht dann darum, da nochmal einen Fokus drauf zu nehmen, dass der Aufsichtsrat seine Arbeit nicht gemacht hat. Die Nachfrage wäre nach den Konsequenzen für Sprecher der Geschäftsführung direkt an Herrn Wohreit. Ja, dann meine Frage geht zur EM 2020 in Berlin. Es gibt ja eine, voraussichtlich wird die UEFA EM in mehreren europäischen Ländern stattfinden, unter anderem in Berlin. Da geht es darum, inwiefern ist Berlin darauf vorbereitet oder kostet das Geld oder kostet es kein Geld oder kriegen wir welches? Und ja, wie sieht es damit aus? Gut, dann Simon. Geht in der Anfrage um die Unterbringung von Sicherungsverwahrten in Berlin.
Hintergrund ist, also ihr wisst wahrscheinlich oder möglicherweise, dass aufgrund von Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Sicherungsverwahrung in Deutschland neu geregelt werden muss, beziehungsweise neu geregelt wird. Es ist auch eine entsprechende Beschlussvorlage für Donnerstag auf der Tagesordnung vom Senat. Zur rechtlichen Neuregelung. Vor kurzem wurde der Bau einer neuen Unterbringung für die Sicherungsverwahrten begonnen. Das ist der Hintergrund, wird alles zu lange dauern, weil die Frist bis, also das Gesetz möglicherweise nicht, aber der Bau ist schon sowieso, weil die Frist jetzt Mai nächsten Jahres eigentlich schon ausläuft für Übergangsregelungen. Und im Moment ist der Plan der, dass, weil die momentanen Unterbringungen halt nicht verfassungskonform sind, die momentanen Regelungen, eine Übergangsregelung dadurch zu treffen, dass die Sicherungsverwahrten von den Zellen, in denen sie bis jetzt sind, in jeweils zwei nebeneinander liegende Zellen gebracht werden. Also so eine Notlösung. Und jetzt aktueller Hintergrund ist unter anderem der offene Brief, der letzte Woche auch durch die Presse ging, der Insassenvertretung der und auch Verwahrtenvertretung der JVA Tegel, in dem die diverse problematische Zustände im Justizvollzug angeprangert haben. Und unter anderem auch kam in dem Zusammenhang auch raus, dass es anscheinend so ist, dass die, oder zumindest einige Sicherungsverwahrte, die dort jetzt umgelegt werden sollen, das gar nicht wollen. Was natürlich die Frage aufwirft, warum man das dann macht, wenn es eigentlich nur darum geht, dass die mehr Platz haben, wenn sie den aber gar nicht wollen und das Ganze auch in dieser Übergangsform halt auch immer noch nicht den Rechtsprechung des Verfassungsgerichts entspricht und so weiter. Also ist die Frage, stimmt es, dass sie das nicht wollen und wenn ja, was soll der Quatsch im Wesentlichen? Also das steht da nicht so, das ist jetzt meine Zusammenfassung. Genau wie Martin würde es mich freuen, wenn wir das, wenn wir die mündlich auch in der Sitzung beantwortet haben könnten, weil wie gesagt, das Thema später nochmal sowieso auf der Tagesordnung steht und wenn man da eine Antwort erhält, könnte das für die Diskussion nochmal sinnvoll sein. Wird vorher beantwortet. So, ja, also bei mündlichen geht das, bei den spontanen geht das nicht, weil der Senat dann quasi sagt, okay, dann muss ich hier nicht antworten, dann kann ich ja nachher bei den Dingern antworten, beziehungsweise gar nicht. So, Christopher war jetzt schon mal, dann hat noch Philipp zwei Stück. Ja, einmal ist hier die Frage zum Internetzugang in Berliner Bibliotheken, also wie häufig werden die genutzt, was wird dafür erhoben an Gebühren? Die Frage kommt auch aus den BVV und also unsere Kollegen, die sind da gerade auch dran, das zu eruieren. Und deswegen machen wir das hier mal an den Senat, damit wir so einen Überblick bekommen können über alle 12 Bezirke. Die zweite Frage ist die zu der Kostenexplosion an der Staatsoper. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, die kostet jetzt 46 Millionen Euro mehr, Minimum. Und ja, wie sieht der Senat das und wie bewertet er das? Gut. Ich habe dann noch kurz einen Hinweis. In der ersten Anfrage wird in Geld mit T am Ende geschrieben. Ja, das habe ich beides nicht geschrieben, sondern nur in Auftrag gegeben. Genau. Dein Name steht drunter. So, gut, dann machen wir jetzt mal Approval Voting, um das alles in eine Reihenfolge zu bekommen. Gut, ihr habt jetzt alle vorgelesen bekommen, dann nehmt euch mal alle eure Bömmelchen in die Hand. Ihr braucht nur die Ja-Bömmelchen, die anderen sind nicht von Belang. Kommen wir zum ersten Vorschlag von Christopher, Eigentumsverhältnisse am Maxim-Gorki-Theater. Wer möchte, dass das mündlich in der Sitzung behandelt wird? Sind 1, 2, Herr Spieß, wird das eine Meldung? 3, 4, 5 Bällchen für Christopher. Dann haben wir den zweiten Vorschlag von Martin, und zwar, ob die Aufsichtsratsmitglieder in der Flughafengesellschaft zum Chaos auf der BE-Baustelle, also irgendwas mit Chaos, also wir kennen ja schon alles. So, wer ist für Chaos auf dem BER? Die haben wir schon. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind 8 Bällchen für Chaos.
Dann haben wir Herrn Baum, der wissen möchte, ob das Olympiastadion sofort einsatzbereit ist für eine EM in Berlin. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bällchen für wir wollen die EM in Berlin. Am besten alle Spiele. So, dann haben wir Dr. Simon Weiß. Verlegung von Sicherungsverwahrten in der JVA Tegel. Wollen die das überhaupt? Fragezeichen. Da sehe ich 1, 2, 3, 4. Ja. Ich kaufe ein Fragezeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bällchen für die Sicherungsverwahrten. Dann haben wir nochmal Christopher, und zwar Polizisten, die sich als Journalisten ausgeben. Andersrum wäre auch lustig. Okay, wer ist für Polizisten, die meinen, sie müssten Journalisten spielen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Welche Delegation hast du? Von Susan. Okay, gut. Waren das jetzt 11 Bällchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bällchen für böse Polizisten. Dann haben wir Filz Antrag zum Thema Internetzugang an Berliner Bibliotheken. Wer möchte diese mündliche Anfrage haben? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Bällchen für Internetzugang an Bibliotheken. Und wir haben nochmal Film mit Kostenexplosion an der Staatsoper, Fragezeichen. Könnte man auch ein Ausrufezeichen draus machen. So, das sind 1, 2, 3 Bällchen. Die Antworten kennen wir ja im Prinzip, stehen in der Presse drin. Es wird teurer. Genau. So, damit haben wir eine Reihenfolge und zwar sogar, wir müssen noch eine kleine Stichwahl machen. Nee, brauchen wir keine Stichwahl, die sind ja sowieso hinten drin. Also so war schon mal 10, 8, ja, das passiert auf keinen Fall. Das heißt, wir nehmen als erstes Nummer 5 von Christopher, Polizisten, die sich als Journalisten ausgeben, gefolgt von Nummer 4 von Simon, die Sicherungsverwahrten in den Berliner Knästen. Dann haben wir Nummer 2 von Martin, Aufsichtsratsmitglieder, die mal wieder ihre Arbeit nicht gemacht haben. Dann haben wir 3 von Andreas, EM 2020 Berlin. Dann haben wir, ich glaube, das ist egal, in welcher Reihenfolge ich die einbringe, weil das sind 4, also 1 und 6. Das ist dann einmal Christopher Eigentumsverhältnisse beim Maxim-Gorki-Theater sowie von Philipp die Internetzugang an Berliner Bibliotheken. Und als letztes haben wir dann 7. Kostenexplosion an der Staatsoper. Gut, Dankeschön. Dann springen wir mal wieder zurück und nebenbei bastel ich dann die E-Mail für das Ausschussbüro fertig. So. Die aktuelle Tagesordnung sieht so aus, dass wir am Anfang zweimal Gedenkworte haben werden. Einmal für den verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Klaus Schütz und für Kurt Neubauer, wo ich noch googeln muss, wer Kurt Neubauer ist. Ehemaliger Innensenator? Okay, dann war es ein ehemaliger Innensenator. Für die beiden gibt es einen Gedenkworte. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird es keine Begründung der Aktuellen Stunde geben. Darauf wurde verzichtet. Wir haben uns auf eine geeinigt. Haha, es ist unsere. Ja. So, mündliche Anfragen haben wir gerade durch. Oben steht noch, also entschuldigten Senator Henkel und Wobereit circa beide so gegen 19 Uhr, weil sie entweder zur B- oder zur A-Länderkonferenz gehen. Auf die Frage an Herrn Lux, wann denn die C-Länderkonferenz kommt, aber die können sich ja alleine mit sich. Also Baden-Württemberg ist jetzt, egal, wusch, es tut mir leid, ich mache keine Witze mehr. Ja, was? Ich kann mir Zeit nehmen, so viel ich will. Entschuldigung, nur eine Frage. Heißt unsere aktuelle Stunde jetzt wirklich ein Jahr rot-schwarz Regierung? Ja. Ich kümmere mich gerne um das alles einbringen und sonst wie was, aber ich kümmere mich nicht jeden Montag darüber, mir eine aktuelle Stunde auszudenken. Also, ja, ich hatte ja mir eine ausgedacht und dann hatte Martin was dazu gesagt und dann hatte ich nochmal was dazu gesagt. Also ich hatte in dem genau gedacht, es wäre klar, dass wir ein Jahr rot-schwarze Verwaltung machen, aber gut, es ist nicht passiert. Vielleicht wäre es möglich, das noch zu ändern.
ändern geht nicht mehr. Das ist mit Fristen und das Ganze mit dem... Dann haben wir es A, beziehungsweise es, an solchen Stellen eignet es sich immer dann auch Anträge direkt ins Dingens dann einzuklimpern. Es, am Montag war relativ viel bei mir zu tun, deswegen habe ich keine Anträge mehr fertig bekommen und das dann hat einfach eingereicht. So, die mündlichen haben wir. Die spontane Fragestunde hat sich jemand spontane Fragen überlegt, die er gerne stellen möchte. Wenn nicht, machen wir das einfach noch spontan vor der Sitzung. Genau. So, das heißt, es kann sich ja jeder bis Donnerstag mal überlegen, ob irgendwas bis dahin passiert, was es vielleicht in einer spontanen Fragestunde zu stellen wäre. Wovon träumt der Senat eigentlich nachts? Das will ich gar nicht wissen. So, geht es weiter zur aktuellen Stunde. Wie gesagt, ein Jahr schwarz-rote Regierung. Herr Bär hat auch nochmal nachgefragt, ob wir wirklich schwarz-rot meinen. Ja, schwarz-rot ist gemeint. Es gibt eine einzige Fraktion, die nicht in dem linken Spektrum zugeordnet werden kann und diese macht quasi ihren großen Koalitionspartner irgendwie kaputt. Wir haben schwarz-rot gesagt. Auch, also eigentlich wollte ich schwarz-rote Verwaltung. Also das ist denen, glaube ich, nicht aufgefallen. Herrn Bär ist es sofort aufgefallen. Genau. So, das heißt, wir brauchen jemanden, der ein Jahr schwarz-rote Regierung macht, beziehungsweise wir können das auch munter aufteilen, weil das ist ja quasi so ein kleiner Rundumschlag, den wir an der Stelle machen können. Also es ist völlig unproblematisch, wenn wir hier zum Beispiel zwei Redner oder so haben, die sich auf bestimmte Felder konzentrieren oder sowas machen. Deshalb Feuer frei, wer hat Lust, ein Jahr lang schwarz-rote Regierung mal so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Ich sehe einmal eine Meldung bei Christopher. Möchte sonst noch jemand an der Stelle reden? Sonst hat Christopher 10 Minuten. Gut, Christopher hat 10 Minuten und bekommt bestimmt viel Input von uns, damit er seine Rede schon ausbauen kann, gehe ich mal davon aus. Sehr schön. So, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4, die Prioritäten. Die allererste Priorität haben die Linken. Und die Linken machen sich den Tagesordnungspunkt, jetzt wird's viel, und zwar, ach Gott, die machen sich den, also das sind 4 Anträge, die dann da drin sind. Und zwar offiziell machen sie sich den Antrag Nummer Top, schon mal, was ist das jetzt, 43 oder keine Ahnung, was das verrutscht ist. Das ist der Antrag der SPD und CDU, Grundsätze eines neu zu gründenden integrierten Energiedienstleister als Tochtergesellschaft der BSR. Das ist A, verknüpft mit B, neue Energie für Berlin, das ist der gemeinsame Antrag von uns. Zusätzlich dazu wird unser Antrag, ein Energiepakt für Berlin ebenfalls zusammenberaten. Das heißt, unser Antrag ist an der Stelle dann auch schon in einer Priorität drin, schön weit vorne an der Stelle, ohne dass wir eine Priorität dafür benutzen mussten. Wir können immer noch Nein sagen, Pavel, wenn es sich jetzt herausstellt. Ich habe bisher aber erstmal Ja an der Stelle gesagt, weil es den großen Vorteil hat, dass wir dann unsere Prioritäten noch für was anderes benutzen können. Und da es an der Stelle ja auch quasi ein Ergänzungspaket ist für die Anträge an der Stelle. So, und möglicherweise, wenn die SPD nicht noch was dagegen hat, wird der Tagesordnungspunkt der Grünen, 21 oder 22, je nachdem, welche aktuelle wir jetzt gerade haben, das ist realistische Kostenschätzung für das Volksbegehren Neue Energien für Berlin, ebenfalls noch mit in diesen Tagesordnungspunkt reingezogen. So, dann habe ich aber erstmal eine Wortmeldung von Martin zu diesem Themenkomplex. Sonst noch Wortmeldungen gleich? Und von Pavel und von Fabio. Ich möchte, dass wir darüber diskutieren, den Antrag von Pavel, den wir gestellt haben, extra bereden zu können, weil ich ihn nicht in diesem ganzen Energienkonglomerat verschwinden sehen möchte. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns und das sollten wir ausnutzen. Also dieses Projekt, gemeinsame Energiewende mit Brandenburg zu machen. Also auch Priorität, dann wäre auch zu diskutieren, aber also es auf jeden Fall nicht zusammenzuziehen. Unsere Priorität ist direkt danach. Also wenn wir das beraten wollen, um ein Statement zu setzen, lohnt, also wenn wir jetzt darüber beraten, lohnt es sich nur, wenn wir ihn zur Priorität machen, weil sonst ist es,
brauchen wir uns darüber nicht unterhalten, weil das ist Tagesordnungspunkt 1. Also er ist sehr, sehr spät dran, auch wenn viel ohne Beratung ist. Er wird, also die große Anfrage zur Info wird auch noch behandelt, deswegen er ist fahr am Ende. Deswegen macht es nur Sinn, wenn wir uns jetzt quasi das Ding auch definitiv als unsere Priorität danach machen, weil sonst lassen wir den in dem Paket mit drin. So, dann ist erstmal kurz, ich will erst noch die Rederunde zu Ende machen anstelle. Erstmal Pavel da noch, dann Fabio und dann ist Christopher und danach hole ich das Meinungsbild an der Stelle ein. Ja, ich finde es halt auch schwierig mit dann in 5 Minuten Redezeit quasi 4 Anträge abhandeln zu wollen, was dann ja auf uns zukommt. Und ich fände entweder das einzeln zu beraten, ich könnte tatsächlich sogar auch, aber auch damit leben, wenn wir sagen, wir vertagen den, damit das nicht in dem ganzen Energiedebatte jetzt auch untergeht. Das wären so ja, meine beiden Vorschläge. Okay, gut, dann ist Fabio dran. Also erstmal unterstütze ich, was Martin sagt, dass man auf jeden Fall diskutieren sollte, ob es eben genug Zeit gibt, weil ich hatte ja auch schon, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon, also ich hatte ja zum Beispiel beim letzten Mal auch schon 2 Anträge eingebracht zum Thema Wohnungen für Flüchtlinge. Und ich meine, klar kann man die natürlich zusammen verhandeln, aber es sind halt wirklich auch beides Anträge, über die ich problemlos 5 Minuten reden könnte. Und wenn man die dann zusammenlegt und dann noch einen linken Antrag plötzlich dazu und also man muss dann halt eben schon aufpassen. Okay, das war das Grundsätzliche. Ansonsten würde ich mich eigentlich auch heute freuen, wenn wir, ich glaube, das macht wirklich diesmal wirklich Sinn, wenn wir erstmal einfach alle Anträge kurz durchsprechen und dann uns über die Prioritäten einigen. Und dann können wir auch, glaube ich, einen Entschluss darüber treffen, ob wir jetzt einen Antrag noch vertagen wollen oder ob wir jetzt einen Antrag zu einer Priorität dazu haben wollen oder nicht, weil dann haben wir einfach mehr Informationen und können dann wissen dann auch eher, was halt wie drankommt und haben auch mehr Infos inhaltlicher Art einfach. Ich glaube, von der Reihenfolge her ist es einfach besser heute. So, dann ist erstmal noch, schau mal, das, hier rechts war noch die Wortmeldung. Nee, Christoph hatte die sich noch gemeldet, genau. Ja, also ich hätte jetzt einen Vorschlag zum Verfahren, dass wir tatsächlich erstmal unsere Anträge durchsprechen, darüber sprechen, welcher dieser Anträge unsere Priorität wird. Wenn wir in dieser Sitzung Pavels Antrag prioritär behandeln wollen, dass wir ihn dann als Priorität nehmen oder wenn wir der Meinung sind, das, was Paul gerade vorgeschlagen hat, dass der Antrag vertagt werden soll, dass wir ihn dann vertagen. Okay, gut. Ich hole mal das Meinungsbild, was Simon vorgeschlagen hat, jetzt nicht ein, weil die Diskussionsgrundlage, die wir gerade hatten, dafür geführt hat, dass wir das an der Stelle nicht machen, sondern dass wir erstmal alle Anträge, die wir von uns auf der Tagesordnung haben, besprechen und dann gucken, welchen wir davon als Priorität machen. Vorher noch, wer von euch hat seine mündlichen Anfragen jetzt nochmal verändert, weil ich will die jetzt abschicken und wenn ihr nicht die, also ich habe, zurzeit habe ich die Version, bevor ihr gesagt habt, ihr habt da noch Rechtschreibfehler drin. Also wer hat, Martin, es ist auch an dich, du hast gesagt, du hast irgendwie noch an deiner mündlichen Anfrage noch irgendwas zurechtgeklüppelt. Okay, gut. Dann musst du mir das jetzt sofort per Mail schicken, weil das muss raus. Ja, okay, gut, dann musst du in Zukunft deine Anträge vorher richtig vorbereiten und wenn du das nicht tust, dann reiche ich jetzt deine schlecht vorbereiteten Anträge ein. Also es geht nicht anders. Also ich reiche die jetzt ein und es ist jetzt Schluss, weil ich kann auch nicht in der Sitzungsleitung weitermachen mit dem... Nein, ich warte jetzt nicht mehr 20 Minuten, weil ich im Zweifelsfall, wenn ich Pech habe, dann aus Versehen vergesse oder irgendwie sonst was und... Das geht jetzt raus. Und es ist auch ein bisschen Erziehungscharakter. Bereitet eure mündlichen Anfragen vor der Sitzung vor und stellt die da rein, weil ich lade die dann runter, damit ich sie verschicken kann an der Stelle und damit das Haus das Zeug hat und damit wir keine Fristen verpassen. Punkt. So. Gut, das heißt, wir beraten jetzt erstmal alle Punkte, die wir auf der Tagesordnung haben, die wir theoretisch zu unserer Priorität machen können. Wir können natürlich auch alles andere zu unserer Priorität machen, aber... So, das wäre als allererstes theoretisch. Hast du jetzt noch was zur Sache? Ja. Dann sag's ins Mikrofon.
Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wir einfach alle Anträge durchsprechen, die am Donnerstag auf der Tagesordnung stehen. Alle. Dann haben wir genug. Naja, ich verstehe jetzt nicht, wir haben dann doch einfach mehr Informationen. Wir haben einfach mehr Informationen als Grundlage, um auf dieser Basis dann zu sagen, okay, auf der Grundlage, dass wir jetzt diese Plenarsitzung durchgesprochen haben, darüber diskutiert haben, wissen wir, wie wir uns verhalten wollen und so weiter und so fort, können wir doch dann viel sinnvoller und informierter entscheiden, was unsere Priorität sein sollte. Ich verstehe nicht, dass wir da immer so hetzen. Wir haben doch keine Frist, um 16 Uhr muss das irgendwie angegeben werden. Nee, da haben wir keine Frist an der Stelle. Ich würde jetzt ein Meinungsbild an der Stelle einholen. Wer ist der Meinung, dass wir über unsere Anträge reden, die wir theoretisch zu unserer Priorität machen und nicht über alle Anträge, die wir dann möglicherweise zur Priorität machen, über die wir theoretisch auch im Laufe der Sitzung noch über jeden reden können, sondern dass wir quasi die Priorität, die wir haben, für unsere Anträge benutzen an der Stelle. Also, tut mir leid, ich habe gefragt, bevor ich... Also die Frage ist, wir stellen jetzt nur unsere Anträge, also wir diskutieren jetzt nur über unsere Anträge und entscheiden daran, welche Priorität wir davon nehmen und nicht, dass wir jetzt alle Anträge vorstellen und danach dann entscheiden, welche wir davon als Priorität nehmen. Die Rednerliste, also meldest du dich, Christopher, dann darfst du auf die Rednerliste rauf. Weil ich das Meinungsbild gerade nicht ordentlich formulieren kann. Okay, gut, dann sag mal was ins Mikrofon, Christopher. Also, ich habe Heiko jetzt so verstanden, er möchte über die Piratenanträge auf der Tagesordnung der übermorgigen Plenarsitzung reden und Fabio würde gerne über alle Anträge reden und danach erst die Prioritäten machen. Deswegen machen wir mal ein Meinungsbild. Wer ist für Heikos Vorschlag? Der hebt das blaue Bällchen. Und wer ist für Fabios Vorschlag? Der hebt das rote Bällchen. Das Meinungsbild geht halb aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also jetzt ist es 6-6. Jetzt hat der Olli was fallen lassen, also ich kann kein Meinungsbild mehr. Hebt mal alle. Also 1, also ich zähle 3, 2, 1. So, Schluss. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagegen Bällchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dafür Bällchen. Dankeschön. So. Darf ich mich entscheiden oder? So, Alexander Morlang hat sich gemeldet. War das auch eine Meldung, Faxe? Nee, gut, dann ist erstmal Alexander Morlang dran. Er meldet sich noch. Danach ist Martin dann dran. So, es haben sich also 12 Leute dafür gemeldet, dass wir erst über die Anträge sprechen und dann entscheiden, welches die Priorität ist. Habe ich das richtig verstanden? Wir haben allerdings unterschiedliche Meinungen darüber, über welche Anträge wir sprechen. Oder gibt es da ein Missverständnis oder Widerspruch? So, Martin ist dran. Oder war das lieber Heiko, ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt einfach das Vorgehen festlegst und wir dann danach handeln und alle weiteren Vorschläge, die nicht zur Sache oder zu den Anträgen sind, per E-Mail auf die Liste gestellt werden. Okay, also wenn ich das entscheiden soll, dann will ich entscheiden, dass wir über unsere Anträge reden und danach festlegen, welchen von diesen Anträgen wir zu unserer Priorität machen. Und dann machen wir das so. Gut. Als ersten Antrag von uns haben wir eine Beschlussempfassung. Warte mal, wo haben wir sie? Gegen grüne Personen. Nee, haben wir doch nicht. Der erste Antrag ist dann... Das wäre dann der Antrag von uns, und zwar sinnvolle Ansätze weiterführen, Wohnungen für Flüchtlinge aus den Beständen der Berlin-Novo-BIH, der zurzeit noch zusammen behandelt wird mit Privatwohnungen statt Lager-Kooperationsvertrag, Wohnungen für Flüchtlinge erfüllen und nachverhandeln. Und zurzeit auch mit dem Tagesordnungspunkt 32 von den Linken,
Das ist endlich ausreichend Wohnungen im geschützten Marktsegment und für Flüchtlinge bereitstellen behandelt wird. Das heißt, wir reden erstmal darüber, worum es in diesen Anträgen, also Fabio stellt unsere Anträge an der Stelle vor. Genau, stell mal vor. Ja, hallo, ich bin der Fabio. Naja, okay, also die beiden Anträge hatte ich beim letzten Mal schon vorgestellt. Wir sind hoffentlich immer noch dafür. Die Situation ist tatsächlich auch immer noch so, dass also die Defizite bezüglich der Wohnung für Flüchtlinge sind halt nicht behoben. Was sich seitdem von der Sachlage her verändert hat, ist, dass der Senator Chaya als Sozialsenator eine Vorlage gemacht hat, eine Senatsvorlage, die er an den Rat der Bürgermeister gegeben hat und die uns auch vorliegt. Da lässt sich eben sagen, dass Chaya in dieser Senatsvorlage die Situation eben treffend beschreibt, allerdings relativ wenig zu einer Lösung beiträgt. Er sagt im Grunde genommen nur, ja, man müsste jetzt mal Verpflichtungen bezüglich der Unterkünfte in den Bezirken halt gerechter verteilen, und das sind meine Vorschläge bezüglich der Zahlen, aber er macht zum Beispiel keine Vorschläge, wie das gemacht werden soll. Das ist also immer noch sehr das ist immer noch sehr dringendes Thema und ist immer noch sehr stark so, dass der Senat halt sehr wenig da Handlungskompetenz beweist. Und das, worum es uns ja ging, nochmal den Fokus darauf zu setzen, dass wir wirklich mehr Wohnungen für Flüchtlinge brauchen, nicht nur irgendwelche Sammelunterkunftsplätze, ist auch gar nicht angepackt worden. Also da hat der Senat noch überhaupt nicht irgendwie Aktivität gezeigt. Gut, sind ja auch nur 2 Wochen vergangen seitdem. Der Antrag der Linken ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, oh ja, das habe ich total vergessen oder so. Wir haben uns ja auf 2 konkrete Vorschläge, also wir haben uns ja auf 2 konkrete Möglichkeiten konzentriert, nämlich einmal einen bereits existierenden Vertrag zwischen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und dem Senat und dann eben Wohnungsbaugesellschaften, die noch nicht in dem Vertrag drin waren, namentlich Berlinovo. Und die Linken haben sozusagen nochmal einen ganz allgemeinen Ansatz und ganz allgemein eben, so müsste es grundsätzlich geregelt werden, der Senat soll mal aktiv werden und so weiter und so fort. Also in der Tendenz eher so ein grüner Antrag eigentlich. Kann man so trotzdem zustimmen, ist jetzt aber nichts, wie gesagt, ist jetzt nichts, wo ich sage, der ist jetzt qualitativ viel besser als unsere oder so. Ist eigentlich gut geschrieben. Ja, das sind zu den Anträgen. Würde mich freuen, wenn wir das Thema insgesamt zur Priorität machen könnten, je nachdem, was Pavel dann am Schluss nochmal andeutet, ob er das dann zurückziehen würde oder wie auch immer. Olli kann da vielleicht auch noch irgendwie was zu berichten oder so, dass es immer noch eben sehr virulent ist. Die Flüchtlinge sind ja jetzt auch nochmal in diese Kreuzberger Schule in der Reichenberger Straße gegangen. Also es bleibt auch in den Medien und ist sicherlich auch was auch wahrgenommen wird. Dagegen spreche, sage ich jetzt fairerweise, dass es beim letzten Mal schon aus dem Parlament im RBB darüber berichtet wurde. Also da könnte sein, dass dann da nichts kommt. Gut, Dankeschön. Noch kurz Ergänzung. Letzter Satz. Und da das jetzt 3 Sachen sind, die zusammen, also jetzt unabhängig von dieser Prioritätenfrage, hatte ich ja schon angedeutet, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man da 3 Sachen zusammenzieht, und zu jeder der Sachen kann man wirklich 5 Minuten reden. Das ist kein direkter Gegenantrag, sondern es ist wirklich nochmal ein eigener Akzent, dass man dann zumindest für die 3 Anträge, die ja sonst 15 Minuten auf der Tagesordnung machen würden, dann zumindest irgendwie 7,5 Minuten bekommt oder so. Also das fände ich schon sinnvoll. Seht es mir nach, wenn ihr dann halt irgendwie nochmal länger ein Thema lauschen müsst, was nicht euer Kernthema ist oder so, aber das fände ich an der Stelle, glaube ich, irgendwie ganz angemessen. Aber das wäre jetzt ein Präzedenzfall. Insofern würde ich auch verstehen, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Okay, hat jemand direkte Fragen? Nee, zum Thema, ob wir das zusammen und sonst wie was machen, machen wir dann einfach später, wenn das nicht Priorität wird, und reden dann nochmal explizit da, wenn wir die Tagesordnung dann durchgehen. So, der nächste Antrag ist Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 2.0. Das wird wahrscheinlich der Andreas Baum vorstellen. Haben wir beim letzten Mal der Sitzung vertagt. Die Linken wollten eigentlich diesen Tagesordnungspunkt bei der Sitzung zu ihrer Priorität machen,
hat sich aber dadurch, dass der Senat mit dem kompletten Komplex Energie, also dem Volksbegehren Energie etc. auf die Tagesordnung gekommen ist und sie die erste Priorität haben, ein bisschen verworfen. So, Andreas, du bist dran. Ja, ich würde dazu reden. Es ist ein relativ umfangreicher Antrag. Haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen. Und ich fände es gut, wenn das die Priorität werden kann. Gut, hat noch jemand Nachfragen? Der Antrag wurde ja beim letzten Mal auch schon vorgestellt. Ich sehe, das sind keine Nachfragen an der Stelle. Okay, der Herr Höfinghoff hat eine Nachfrage. Gibt es eine Chance, dass die Linke das als Priorität anmeldet? Nee, das habe ich gerade schon gesagt. Entschuldige. Die Linken machen den Themenkomplex neue Energien und rundherum. Also es gibt ja einmal SPD-CDU-Antrag, der so, ja, wir machen aus dieser leeren Hülle was. Dann gibt es ja den Antrag von uns, also von der Oppositionsfraktion, neue Energien, die halt ein bisschen mehr Konkretes reinpushen will. Die machen diesen Komplex plus möglicherweise den Antrag der Grünen, echte Kostenschätzung beim Volksbegehren und möglicherweise Energiepakt, also diesen ganzen Themenkomplex machen die bei sich zu ihrer Priorität. Gut. So, dann haben wir den nächsten Tagesordnungspunkt von uns, das ist die 37, Datenschutz und Information, der ist schon vertagt worden. Das wäre richtungsunabhängiger Einzelfahrschein im VBB. Gerwald, du darfst an der Stelle begründen. Ja, richtungsunabhängiger Einzelfahrschein nennt sich das gute Stück. Es wäre gut, wenn man da noch drüber reden könnte, aber wie gesagt, wenn das jetzt unbedingt nicht geredet werden muss, kann man mich da vom Gegenteil überzeugen. Der richtungsunabhängige Einzelfahrschein wurde 2004 abgeschafft. Es wurde seinerzeit mit einer sozusagen fast schon formellen Preissenkung begleitet, die inzwischen durch die nachträgliche Erhöhung lange aufgefressen worden ist. Und es gibt kaum Mehreinnahmen, also die kleinen Anfragen haben es nicht belegen können, dass sie da jetzt Mindereinnahmen haben, wenn man das ändert. Und das andere ist, dass es doch eine erhebliche Anzahl von ungewollten Schwarzfahrten gibt durch den entsprechend strukturierten Fahrschein, wie Beispiel Ringbahn einschlafen, Reisebeziehungen uneindeutig. Und wie gesagt, also ich fände es schon gut, wenn man darüber reden könnte, aber wie gesagt, ein Meinungsbild darüber von der Fraktion würde mir bei meiner Entscheidungsfindung weiterhelfen. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen darüber reden, dann blaue Bällchen und bei wir wollen da nicht drüber reden, das gelbe Bällchen, das hilft mir ein bisschen weiter, als wenn ich das jetzt selber durchsetzen müsste. Gut, genau, ich würde an dem Punkt einfach dann spätestens, wenn wir in der Tagesordnung dazu kommen, das einfach an der Stelle machen. Mhm. Jetzt geht es ja erstmal nur darüber, ob wir es zur Priorität machen, damit wir nicht noch Nebenstränge aufmachen. Kein Problem, kommt aber dran in die Frage und das Meinungsbild wird zu dem Zeitpunkt dann noch eingeholt. So, dann haben wir als nächsten Antrag einen Energiepakt für Berlin. Pavel, du darfst begründen. Ja, ich habe ihn ja inhaltlich auf der letzten Sitzung schon vorgestellt, hatten wir kurz drüber geredet. Zur Gesamtsituation vielleicht noch, nachdem jetzt der Senat ein Jahr lang, was das ganze Thema Energie angeht, im Prinzip geschlafen hat, kommt jetzt auch durch das Volksbegehren jetzt ein bisschen Dynamik offenbar rein. Und ja, was aber aufgefallen ist, ist, dass in der ganzen Debatte tatsächlich, wenn man sich auch die Anträge durchschaut, kommt da Brandenburg nie drin vor. So, und das, obwohl es natürlich auf der Hand liegt, wenn man im Zusammenhang mit Energiewende und Erneuerbare macht, das einfach mal komplett Sinn. Und es ist auch irgendwo komplementär zu vielen dieser Anträge, aber sorgt dafür, dass das viele der Anträge überhaupt erst anfangen, so richtig Sinn zu machen, weil tatsächlich in einigen Anträgen, wenn man liest, wie Berlin sich das so vorstellt mit irgendwelchen Kellerkraftwerken und anderen Dingen, da denkt man, was soll denn das Ganze? Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz neuer, eigentlich extrem naheliegender Aspekt, der aber komischerweise in der politischen Debatte
halt bisher noch nicht drin war und den wir da jetzt einfach mit einbringen können und der unmittelbar einleuchtend ist. Und wie gesagt, wenn, dann würde ich den ungern jetzt zusammen mit den anderen Anträgen im Plenum abhandeln wollen, sondern mich freuen, wenn wir den dann auch zur Priorität machen. Und ich denke auch, das Thema Energie, wie gesagt, war jetzt irgendwie spärlich vertreten und insofern gut zum Jahresausklang noch mal ein bisschen fettes Energiebündel im Plenum zu haben. Gut, Dankeschön. Dann habe ich eine Wortmeldung bei Martin gehabt. Sonst noch jemand? Fabio ist notiert. Ja, ich wollte da eine Führrede halten, ihr habt das ja schon gehört. Also es ist ja so, dass die Prioritäten aus einem bestimmten Grund existieren. Danke für die Unterbrechung. Es ist ja so, dass die Prioritäten aus einem bestimmten Grund existieren, nämlich dass man ein Thema setzen kann. Das Thema für diese Sitzung ist gesetzt. Also wenn dort 5 Anträge oder 4 Anträge auf eine Priorität der Linken kommen und dann auch noch Koalitionsanträge dabei sind, ist das Thema für diese Sitzung Energie. So. Deswegen auch klare, also finde ich nicht gut die Idee, das zu vertagen, Pavel. Das sehe so aus, als würde man zu spät kommen, weil er sich nicht beteiligt, ladidadi. Auch zu argumentieren, dass man andere wichtige Themen hat, wird, ja, haben wir mehrfach gemacht, wird nicht so ein Problem sein, wird halt nur keinen großen positiven Effekt haben. Wir haben mit Pavels Antrag eine extrem gute Idee da auf dem Tableau. Pavel hat sich auch sehr darum gekümmert, das in die Öffentlichkeit zu bringen und ist damit auch schon angekommen und zitiert worden. Und wir sollten den Spin jetzt an der Stelle da nutzen. Asyl haben wir schon sehr gut besetzt, wird auch noch weitergehen, auch wenn ich es für ein genauso wichtiges Thema halte. Aber ist halt einfach nicht so catchy und ist nicht das Thema dieser Prioritätenrunde. Deswegen pro Pavel. So, Fabio? Ja, also ich erkenne sozusagen an, was Martin sagt, nur die gleichen Argumente sprechen auch dafür, dass man es dann doch tatsächlich, wie zum Beispiel von den Linken vorgeschlagen, dann mit den anderen Anträgen zusammen diskutieren könnte, um da dann eben direkt den Spin reinzukriegen. Die Priorität der Linken ist mit auch ein Piratenantrag, der dann vielleicht auch medial dominiert. Ich kann das aber schlecht einschätzen. Deswegen wollte ich eigentlich wissen, ob Christopher vielleicht so eine ungefähre Einschätzung geben kann, ja, welche Variante da vielleicht am effektivsten ist, um diesen doch recht wichtigen Antrag dann am intensivsten auch diskutiert zu kriegen. Ja, damit er dann auch insgesamt am meisten Aufmerksamkeit erhält. Oder halt eben, damit wir dann da dieser Debatte, wie Martin auch schon gesagt hat, am meisten unseren Stempel aufdrücken können. So, das war eine direkte Frage an Christopher. Möchtest du antworten? Also am meisten Aufmerksamkeit kriegt man natürlich, wenn man in der Priorität der Linken über Energie spricht, da sagt, da haben wir ja noch einen Antrag zu und dann direkt danach unser Antrag nochmal kommt und dann wir nochmal über Energie sprechen. Ne? Das wäre dann am meisten Aufmerksamkeit. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen bei dem Antrag. Dann der nächste Antrag, eine Meldepflicht für Überwachungskameras im Land Berlin. Herr Weiß. Wir haben inhaltlich auch schon drüber gesprochen. Zu der Prioritätenfrage, ich bin jetzt mal, denn ungewöhnlicherweise möchte ich mich jetzt mal nicht dafür aussprechen, dass wir ihn als Priorität nehmen persönlich. Und zwar aus dem Grund, dass wir erst vor einer Weile einen Antrag zur Kameraüberwachung als Priorität schon genommen haben. Und dass es meiner Meinung nach durchaus Sinn macht, das ein bisschen zu variieren. Ja. Und nicht immer nur, weil es hier Kernthema ist, da müssen wir das zur Priorität machen, sondern halt tatsächlich so ein bisschen Themen setzen. Ne? Und deshalb, ja. Okay, hat jemand direkte, Wolfram hat eine direkte Frage? Das ist eigentlich nur eine Anmerkung dazu. Es ist natürlich auch kein Antrag, der wirklich die Piratenpositionen klar macht, weil wir wollen ja eigentlich nicht die Pflicht, da ein Register zu haben, sondern wir wollen eigentlich die ganz abschaffen und deswegen ist das auch nicht unser prioritäres Thema. So, dann haben wir theoretisch noch, okay, die neue Energien für Berlin, den letzten gemeinsamen Antrag brauchen wir nicht zur Priorität machen, weil er schon eine Priorität ist. Und da die Linken den ersten Zugriff, also die erste Priorität haben, könnten wir zwar auch sagen, wir wollen das auch zur Priorität machen, aber es würde keinen Sinn ergeben.
So, damit haben wir alle unsere Anträge, die wir in diesem Plenum haben, durchgesprochen und wir könnten jetzt im Prinzip nochmal eine Runde machen, wo wir nochmal Aussprache machen, wo jeder nochmal ein Statement geben könnte, was er dann haben wollen würde. Wenn das nicht der Fall ist, könnten wir auch direkt in den Approval Voting übergehen. Möchte noch jemand abschließend was sagen zu den Anträgen? So, einmal Simon Weiß. Ja, bist dran. Auch wenn ich jetzt nicht Simon Weiß heiße. Tut mir leid. Kann ja mal passieren. Also ich möchte tatsächlich mich absolut dafür aussprechen, dass wir Pavels Antrag zu unserer Priorität machen, weil das ist ein unheimlich wichtiges Thema. Wir sind gerade der Gefahr ausgesetzt, dass der Senat da irgendwie mit minimalem Widerhall da irgendwie ihre Klein-Klein-Lösung durchschiebt und deswegen fände ich es wirklich gut, darüber ausführlich und auch gleich während der Prioritäten zu sprechen, wegen der Linken und unserer Priorität. Okay, gut. Dann hat sich Alexander Morlang gemeldet, danach ist Alexander Spieß dran und danach ist Andreas Baum dran. Kleine Verfahrensfrage. Möchtest du gleich ein Approval über alle Anträge machen oder über alle Anträge, wo der Antragsteller möchte, dass es Priorität wird? Ich würde einfach hintereinander durch den Approval Voting machen, einfach notieren, wie viele Bällchen oben gewesen sind. Ich schlage vor, dass wir nur da, wo die Antragsteller das auch wollen, dann haben wir nur noch zwei oder drei und dann sparen wir Zeit. Aber wenn wir länger diskutieren, okay, Sparen wir auch keine Zeit mehr. Gut, ich gehe auf deinen Hinweis an und frage vorher kurz nach. So, dann haben wir den anderen Alex und danach Andreas. Ja, ich finde das eine schwierige Frage, weil ich halte Pavels Antrag auch für sehr wichtig. Auf der anderen Seite liegt mir die Flüchtlingsproblematik auch sehr am Herzen. Und ich weiß nicht, Christopher hat wahrscheinlich recht, wenn wir zweimal hintereinander das gleiche Thema machen, hat das eine größere Aufmerksamkeit. Aber ich weiß nicht, ob dann die zweite Rederunde nicht einfach kürzer wird, weil die anderen Fraktionen dann sagen, sie haben ja schon geredet. Gut. Davon würde ich nicht ausgehen. Im Zweifelsfalle, wenn das kürzer sich andenkt, dann kann man auch immer mal eine Kurzintervention machen bei der SPD und sagen, ach nee, also das war mir jetzt zu blöd, da antworte ich doch noch, oder frage ich doch mal kurz zwischen. Dann ist Andreas erstmal nochmal dran. Ja, also ich fände das gut, wenn wir das auch tatsächlich zusammen beraten könnten, Pavels Antrag mit den anderen. Ich finde das irgendwie sinnvoller und eingängiger. Zumal ich mich natürlich auch tatsächlich freuen würde, wenn wir in dem Bereich sexuelle Vielfalt und mit der ISV da nochmal sichtbarer werden können, gerade weil wir da bisher eben auch gar nicht aufgetaucht sind und das eine relativ gute Grundlage sein kann und wir auch zuletzt bei dem Pressegespräch vor 14 Tagen da eigentlich ganz gutes Feedback hätten. Also insofern, ich finde das gut, gerade auch weil die Linke das jetzt nicht zu ihrer Priorität, wie eigentlich geplant, gemacht hat, wenn wir das an der Stelle hinkriegen. So, Martin hat noch ein Statement. Also, Andreas, ich muss dir widersprechen, also es gibt keinen, zumindest habe ich bisher kein Argument gehört, warum das einleuchtender ist, die Anträge zusammen zu behandeln, außer es steht überall Energie drin. Aber das ist Geschmackssache. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass die Priorität an dieser Stelle hilft. Der Klaus, hörst du mir zu? Der Klaus hat das Thema ziemlich gut besetzt. Da wird uns bei der Initiative auch die Prioritäten wahrscheinlich nicht viel helfen. Ganz klar versuchen, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Da müssen wir vielleicht nochmal andere Mittel und Wege einleiten. So, Pavel dann noch. Pavel, mach erstmal. Ja, ich wollte nur mal wiederholen, dass ich einfach für mich riesige Probleme sehe, innerhalb von 5 Minuten wirklich auch nur annähernd auf diese 4 doch sehr verschiedenen Themen eingehen zu können. Und ja, eben schon bei einem Antrag schwierig mit den 5 Minuten und geschweige denn bei den 4. Und es wird zwangsläufig auch dazu führen, dass sich dann natürlich auch die Redezeit der anderen auf andere Anträge fokussieren wird. Und deswegen bin ich halt massiv dagegen, dass also 4 Anträge auf einmal zu verhandeln, grundsätzlich.
Gut. So, dann mache ich noch kurz den Vorschlag. Okay, du darfst gerne. Pavel. Er hat das Recht zu reden. Ja, auch ich, sogar ich habe das Recht hier zu reden. Jetzt werde ich es nutzen. Pavel, wäre es tatsächlich möglich, allgemein über Energiepolitik zu sprechen und einen kleinen Fokus auf diesen Antrag zu legen? Also das ist jetzt, ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen wie als Ameise um das Blatt herumlaufen, wenn es auf dem Weg liegt, aber probiert es doch mal. So, das war als Statement-Runde gedacht. Wir machen jetzt keine extra. Sie haben schon ein Statement gegeben. Ja, vielen Dank, Herr Sitzungsleiter. Das ist echt gemein. Sie untergraben nochmal, meine Autorität. Also, abgesehen davon, dass das geile Argument, das Pavel natürlich bringen kann, ist, wenn Ihnen das Thema Energie so wichtig ist, warum packen Sie es dann, packen Sie dann 3 Anträge oder 4 Anträge in eine Priorität? Also wenn wir da nicht mitmachen, dann 3 Anträge. So, zweitens, nein, das kann man nicht. Also erstens enthalten die Anträge auch was, bei einem haben wir uns angeschlossen, dazu sollte man was sagen. Und zweitens geht es doch darum, eben den maximalen Impact für ein bestimmtes Thema, für einen bestimmten Spin zu erreichen. Und da ist mit der Ameise um, was hast du gesagt, ums Blatt drum rumrennen, egal. Ne? Verstehst du, das funktioniert so nicht. Okay, gut. Wir haben noch alles ausgetauscht. Okay, Sie dürfen auch nochmal. Eine Frage. Eine Frage, ist es denn möglich, diesen Tagesordnungspunkt wieder auseinander zu pflücken? Ja, das, was hier ist, ist konsensbasiert. Also okay. Wenn wir zum Beispiel Tagesordnungspunkte zusammenlegen, ist das konsensbasiert und das ist ohne Probleme wieder zerreißbar und wir können alles einzeln beraten und sagen bla bla bla. Das ist kein Problem. Also das basiert, die ganze Tagesordnung basiert an vielen Punkten auf Konsens. Genau, also eine Priorität müssen wir sowieso ziehen und es würde vom zeitlichen Umfang her auch nichts ändern. So. Gut, dann frage ich erstmal, mach das, was Alexander vorgeschlagen hat, Morlang. Fabio, möchtest du, dass deine Anträge zur Priorität werden? Ja. Gut. Dann war. Okay, der ist schon vertagt. Dann, Gerbert, möchtest du, dass dein Antrag zur Priorität wird? Das ist mir nur zur Abstimmung steht. Also, ich hätte schon gerne, das ist ein schönes Konzept. Okay, einfach nur ja oder nein? Ja, Entschuldigung. Gerwald sagt ja. So, Energiepakt für Berlin. Du möchtest, dass es auch zur Priorität wird. Meldepflicht für Überwachungskameras im Land Berlin, Simon Weiß, soll nicht mehr zur Priorität werden. Und der Andreas, sexuelle Vielfalt, soll ebenfalls zur Priorität werden. Gut, dann machen wir Approval Voting. Ihr habt die Bällchen, es gilt wieder nur das Ja-Bällchen, der Rest ist egal. Erster Antrag ist zack, zack, zack. Top 23, sinnvoller, also die beiden Flüchtlingsanträge von, für die Wohnungen für Flüchtlinge von Fabio. Wer möchte, dass das zu unserer Priorität wird? Das haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Bällchen an der Stelle. So, der nächste Antrag ist Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 2.0. Das ist ein Antrag von den Linken und den Piratenfraktionen von uns beiden zusammen. Wer möchte das zu unserer Priorität machen? Das sind 1, 2, 1, ja, Mädchen oder nicht Mädchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bällchen. Dann haben wir unseren Antrag zu richtungsunabhängiger Einzelfahrschein im VBB. Wer möchte, dass wir mit 2,30 Euro mittlerweile, glaube ich, auch in alle Richtungen fahren dürfen? Das sind 1, jetzt benutzt du deine Delegation. 1, 2, 3, 4, 5, ne, 6 Bällchen für den richtungsunabhängigen Fahrschein. Ich habe mich über Twitter abgestimmt. Okay, er hat nachgefragt vorher. So, dann Energiepakt für Berlin. Brandenburg und Berlin sollen zusammenarbeiten. Wer möchte das zu unserer Priorität machen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bällchen. Dann Meldepflicht ist rausgefallen. So, das heißt. Scheiße, wir haben schon wieder 2 Neuner. Das heißt, wir haben sexuelle Vielfalt und Energiepakt 9. Wir machen jetzt eine Stichwahl. Diesmal dürft ihr das gelbe Bällchen benutzen. Wer für sexuelle Vielfalt ist, der hebe das blaue Kügelchen. Wer für Energiepakt ist, der hebe das gelbe Kügelchen. So. Warte, oh, das wird knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
dafür und 1, 2, 3, 4, 5, 6 für sexuelle Vielfalt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 für Energiepakt. Wir haben einen Gewinner. Energiepakt wird unsere Priorität und zerreißt damit die Priorität der Linken. Herzlichen Glückwunsch. So, gut, damit haben wir die Priorität an dieser Stelle für uns abgehandelt. So, und wir brauchen natürlich noch einen Redner. Ich gehe mal davon aus, wer meldet sich freiwillig? Oh, Pavel meldet sich freiwillig. Möchte noch jemand anderes reden? Ich sehe, es ist nicht der Fall. Dann darf Pavel zu unserer Priorität reden, zu Energiepakt für Berlin. So, zurzeit sieht es so aus, dass die Fraktion SPD und CDU zusammen den Tagesordnungspunkt 7, siebtes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung, zu ihrer Priorität macht. Landeshaushaltsordnung, echt spannendes Thema. Ja, es wird ein bisschen was geändert. Ich würde mich als Redner anbieten. Will noch jemand zur Landeshaushaltsordnung reden? Wie viele kennen die überhaupt? Ja, es ist auch spannend, also weil da sind einige Sachen drin, die dem Senat auch viele Dinge diktieren. Das ist zum Beispiel, warum jetzt am Ende des Jahres auf einmal plötzlich die Investitionsplanung auf der letzten Tagesordnung noch drauf. Okay, Christopher, es tut mir leid, ich wollte ein paar Informationen geben. Aber so, dann habe ich mich mal frecherweise als Redner an dieser Stelle eingetragen und werde zur Landeshaushaltsordnung reden. Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Tagesordnungspunkt 19, und zwar Bildung braucht Bewegung. Das ist ein Antrag der Fraktion Die Grünen sogar gewesen. Haha. Das wird die Frau Kuballa an der Stelle reden. Das ist dann quasi die Abschiedsrede. Also haben Sie es doch wirklich zu Ihrer Priorität gemacht. Gut. Ja, möglicherweise passt meine Nummerierung nicht mehr mit der aktuellen überein. Also es ist der Antrag Bildung braucht Bewegung von den Grünen. Jetzt ist es 18. Okay, gut, das stimmt. Wir haben eine ohne Beratung vorher rausgekickt. So, das ist ein Sportantrag. Möchte unser neuer, wiedergewählter... okay, Andreas Baum möchte gerne. Dann darf Andreas Baum auch reden. Ich sehe, gibt keine Widerworte an der Stelle. So, damit haben wir die Prioritäten abgeschlossen. Zweite Lesung. Achtes Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes ist ohne Beratung und wurde von allen Fraktionen angenommen, auch von uns. So, erste Lesungen von Gesetzen. Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in Berlin. Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz ist eine Beratung angemeldet, und zwar wird die Linke an der Stelle beginnen, wird an Recht und Haupt überwiesen und Simon meldet sich. Du würdest dazu reden. Okay, kannst auch gerne noch was dazu sagen. Also nochmal, worum es da geht. Hintergrund, ich hatte es eben schon angedeutet, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen. Hintergrund ist eben dass die Neuregelung ist halt erforderlich aufgrund entsprechender Urteile des Bundesverfassungsgerichts von Mai letzten Jahres und beziehungsweise ursprünglich auch Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und da geht es halt darum, dass die Bedingungen der Sicherungsverwahrung neu geregelt werden müssen, um halt irgendwie auch einen deutlicheren Abstand, also Sicherungsverwahrung ist ja keine Strafe, sondern halt tatsächlich nur aus Gründen der Sicherung angeordnet. Ne? Deshalb muss es einen deutlichen Abstand geben, und das führt halt dazu, dass auch die ganzen gesetzlichen Grundlagen neu gemacht werden müssen. Das ist jetzt eine Gesetzesvorlage vom Senat, die auch schon seit einer Weile als Referentenentwurf, also zumindest an der Zeit als Referentenentwurf vorliegt. Das muss jetzt alles geändert werden. Wie gesagt, das eigentliche Problem an der ganzen Sache ist, dass der Neubau, der erforderlich wird, um diese Verhältnisse auch wirklich schaffen zu können, jetzt erst begonnen hat und wahrscheinlich auch erst Anfang 2014, so wie ich das gerade abschätze, fertig sein wird. Die Frist, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat, ist aber Mai nächsten Jahres. Das heißt, das ist sowieso nochmal ein Problem. Ich hatte eben schon was zu den Übergangslösungen gesagt. Das Gesetz an sich ist vor dem Hintergrund, dass es halt dieses Verfassungsgerichtsurteil umsetzt und halt bessere Bedingungen schafft, erstmal eine gute Sache. Dann gibt es natürlich noch Fragestellungen, die man irgendwie da im Detail an der Ausgestaltung haben kann, aber das jetzt auch gar nicht so im Detail sagen. Ja. Das nur dazu, worum es da eigentlich geht. Gut. Danke, Simon, für die Ausführung.
Erstes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung ist die Priorität der SPD. Gut, so. Tagesordnungspunkt, also Priorität der SPD-CDU, ich rede. Tagesordnungspunkt 8 ist eine Wahl, und zwar von 4 Abgeordneten zu Vertretern Berlins für die 7. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Städtetages vom 23. bis 25. April 2013 in Frankfurt am Main. Wird diesmal nicht nach Dont gemacht, also die SPD hat freiwillig gesagt, ja, wir geben der Opposition 2, weil normalerweise hätte dann SPD 2, CDU 1 und die Grünen 1. Und die SPD hat gesagt, sie gibt der Opposition 2, weil man hat das früher auch schon gemacht. Wir haben mal wieder den Kürzeren gezogen, weil wir wieder mal die Allerkleinsten sind und ja, ist halt doof. aber ja. Ja, genau. Also ich habe hart dafür gekämpft und mit den beiden geredet, aber beim Biertrinken wurde ich halt unter den Tisch gesoffen und habe verloren. Tut mir leid. Ich habe so einen Trainings-Apple wohl. Genau. Genau. Zack, wird dann die Wahl stattfinden. Wer jetzt genau von den Fraktionen vorgeschlagen wird, kriegen wir morgen in der kleinen PGF-Runde dann per Mitteilung, weil manche von denen heute auf der Fraktionssitzung bei den entsprechenden Fraktionen erst beschlossen werden. Und dann kriegen wir das mit, wen wir da hinschicken können zum Deutschen Städtetag. Die andere, also es sind 4, die vom Abgeordnetenhaus wählen, und die anderen 4, die hinkommen vom Land Berlin, sind normalerweise aus dem Kreis der Regierungsseite, also von den Bezirksbürgermeistern, und so schicken sie da normalerweise hin. Beziehungsweise ist vorgeschrieben, dass das so stattfinden soll. Die andere Hälfte schickt quasi das Abgeordnetenhaus. So, dann kommen wir zu einem interessanten Komplex, zu den großen Anfragen. Wir haben heute mit dem Senat geredet. Wir behalten erstmal die Regelung von 2007 so ein bisschen bei, sind uns da aber überhaupt nicht einig. Also die 2007er Protokollnotiz sagt, dass halt grundsätzlich wir schriftlich beantragen können und der Senat das auch zu machen hat. Der neue Vorschlag stoßte auf ein bisschen Widerstand, der jetzt ausgearbeitet wurde, wo der Senat mitgehen wollte. Das war, dass der Senat dann auch nach der schriftlichen Beantwortung pauschal quasi darauf bestand, das dann trotzdem noch mündlich zu behandeln, wo dann quasi auch auf allen Seiten bekannt war, okay, gut, das führt dazu, dass wir uns dann irgendwie dossen. Und wenn wir halt hier fünf große Anfragen einreichen und der Senat sagt jedes Mal, ja, wird mündlich nach der schriftlichen Beantwortung, dann kann es uns passieren, dass der Senat unsere Tagesordnungen festsetzt. Und was der SPD-CDU überhaupt nicht gefallen hat, wäre, dass wenn wir dauernd große Anfragen stellen würden, die ja vorne immer landen, wir quasi die Tagesordnungen vorgeben könnten und sie nichts dagegen tun könnten, weil wir dann unsere Themen dauernd mit großen Anfragen auf die Tagesordnung setzen könnten. Und deswegen stoßte das auf viel Gegenwehr auch innerhalb der SPD-CDU. Wir werden da vom Wissenschaftlichen Parlamentarischen Dienst ein Gutachten auch noch einholen. Und es wird wahrscheinlich zwangsläufig auf entweder Gesetz- oder Verfassungsänderung hinauslaufen, dass wir das, was wir wollen, halt auch, dass der Senat das auch auf einmal will dann. Was in dem Hintergrund auch noch ein bisschen doof war, dass der Präsident vom Gefühl her von Oppositionsseite nicht ganz so bei dem Haus war. Also so öfters so, ja, das ist der Wund, also das ist die das Recht des Senats, das ist so die Position des Senats, aber halt nicht so mehr mit Druck so, das wollen wir als Abgeordnetenhaus, das wollen wir als Fraktion, weil es ja relativ Konsens auch innerhalb aller Fraktionen ist, dass wir das Blatt in der Hand behalten, also auch SPD, CDU, wir sind ja alle Konsens an der Stelle, wir entscheiden, wie die Tagesordnung abläuft, wir entscheiden, wie wir den Senat an der Stelle kontrollieren und nicht der Senat andersrum. So, aber der Martin hat erstmal eine Frage. Also mehrere. Erstens, warum kann die Koalition verhindern, dass wir durch große Anfragen, die mündlich beantwortet werden, die Tagesordnung diktieren? Die große, du hast gerade gesagt, die möchten nicht, dass wir als Opposition das tun. Ja. Warum ist das jetzt anders? Wir können das jederzeit tun. Das ist der Umkehrschluss. Ja, das war nur ein Punkt, den Sie gesagt haben. Also weil das im können Sie aber wollen, ja, aber, mich aber nicht interessieren. Dann müssen wir nochmal gucken, weil man kann die Beratung an der Stelle per Mehrheit in diesem Haus wegmachen. Die mündliche Beratung von großen Anfragen. Oder irgendwas in der Richtung. Beziehungsweise, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher an der Stelle, aber also das war ein Punkt, den die SPD-CDU aufgebracht hat. Es wurde nicht beschlossen, es ändert sich für uns nichts an der Stelle. So, nächste Frage. Kannst du nochmal ausführen, warum eine Protokollnotiz an einer Ältestenratssitzung oder einer gemeinsamen Sitzung des Senats mit dem Abgeordnetenhaus
in irgendwelcher Art und Weise für diese Legislaturperiode Relevanz hat? Sie ist, wenn wir sie nicht übernehmen. Also wir haben die Protokollnotizen aus dem letzten Beschluss damals mit alle übernommen. Deswegen hat sie für uns, also gilt sie im Prinzip eigentlich weiter. Und das war quasi wir haben die alle mit übernommen. Wir haben alles, was damals war, mit übernommen per Beschluss. Und deswegen haben wir am Anfang der Legislatur so gemacht. Deswegen gilt das Zeug weiter, beziehungsweise diese Protokollnotizen haben halt auch den Wert von du kannst mit dem Kopf schütteln, so viel du willst, lass mich bitte ausreden, diese Protokollnotizen haben natürlich keinen Halt. Also das ist kein Gesetz, steht nicht in der Verfassung drin etc., das ist quasi eine Vereinbarung, die zwischen dem Senat und dem Abgeordnetenhaus, beziehungsweise in dem Falle wurde es damals sogar nur zwischen den PGFs und dem Senat vereinbart. Das heißt, wenn sich irgendeine Seite nicht mehr daran halten will, an diese Vereinbarungen, dann gelten diese Vereinbarungen nicht fort. Genau das, was wir jetzt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, die 2007er Regelung, so wie sie getroffen wurde, würden wir gerne weiter behalten jetzt erstmal, bis wir uns auf was anderes einigen oder etc., gilt das nur so lange weiter, wie der Senat Lust drauf hat, das zu machen. Es sind Protokollnotizen, das sind Vereinbarungen, die man an der Stelle getroffen hat. Die haben keinen gesetzlichen Charakter und auch keinen verfassungsmäßigen Charakter. So, jetzt deine Frage, weil du mit dem so hin und her und so. Ja, wenn du dich vielleicht erinnerst, war ich mal PGF, ich weiß das und weiß auch, was am Anfang beschlossen wurde. Und wir haben bis auf die Verfahrensregeln, die wir neu verhandelt haben, die ich mit euch diskutiert habe, nichts aus dem Alten übernommen. Das ist alles einfach nicht wahr. Es gibt den Diskontinuitätsgrundsatz und wenn da irgendwas übrig geblieben ist, wovon die Verwaltung denkt, dass es übernommen wurde, dann muss man das überprüfen. Ich habe jetzt nicht mehr die Formulierung vor Augen von dem 2007er Dingens, so, also ich habe es wahrscheinlich vorgelesen, ich habe dann nicht genau zugehört. Ich wollte nur fragen, also wenn wir das jetzt mit übernehmen von 2007, dann also bräuchten wir dafür ja einen Beschluss, einen Konsensual. Es läuft ja immer zwischen den PGFs und dem Senat, wobei das eigentlich in der gemeinsamen Geschäftsordnung geregelt werden müsste. Können wir ja nur zustimmen, wenn wir da dem auch in der Fraktion zugestimmt haben. Also was die gemeinsame GO an ist, der Senat ist sowieso der Meinung, dass die eine gemeinsame GO gar nicht gibt. Das muss vom WPD auch noch geprüft werden. Dann werde ich mal nachfragen, wo das mit diesen Protokollnotizen nochmal ist, dass es explizit mir nochmal vorgelegt wird. So, dann hattest du noch eine Frage, dass wir das hier beschließen. Ja, dann machen wir das doch einfach. So, warte mal, ich schaue mal kurz nach, wo ich sie habe. Das ist die. Da mache ich einen Umlaufbeschluss, also waren es fertig, weil das finde ich jetzt sowieso erstmal an der Stelle, also das Dokument jetzt sofort nicht, das habe ich erstmal nur schriftlich, dann muss ich mir das nochmal digital, oder nee, da habe ich es, aber dann mache ich das später. So, und jetzt, also darauf, also wir haben uns dann quasi darauf geeinigt, dass wir das quasi wie 2007 machen wollen und der Senat, also dass wir schriftlich beantragen können und holla die Waldfee, der, also erstmal, dass der Senat sich aufgeführt hat, also der Böning, der ja da war, war wie ein Arschloch, läuft es jetzt so, dass Tagesordnungspunkt 9, 10, 11, was wir schriftlich beantragt haben, wird doch schriftlich beantwortet. Warum er das nicht vorher sagen konnte, versteht kein Mensch. Das ist absolut unlogisch. Es ist im Prinzip reine Trollerei dieses Abgeordnetenhauses und der Präsident lässt es zu, dass der Senat uns da trollt. Ich glaube, das finden die SPD und CDU auch nicht ganz so nett. Also das ist echt, egal. So. Damit wird 9, 10 und 11 schriftlich beantwortet. Die Frist dafür ist 3 Monate, in der er sie beantworten kann. Beziehungsweise er hat auch noch die Option, das auf 6 Monate zu verlängern, wenn er es in der Zeit nicht schafft. So, genau. In den Stream nochmal rein. Das mit dem Arschloch für den Herrn Böning habe ich natürlich nicht ernst gemeint. Nur damit das nicht irgendwo auftaucht. Das war eine falsche Wortwahl. So. Ja, die hören das Zeug. So. Es würde mich nicht wundern. Haben die nichts zu tun?
Genau. So, weiter im Text. Tagesordnungspunkt 12, die große Anfrage von uns, individuelle Vereinbarung mit den Bezirken zum Personalabbau, wird beraten. Wundert mich ein wenig, weil auf die kleine Anfrage konnten Sie ja damals sagen, die können wir nicht so schnell machen. Die große Anfrage, da kriegen Sie es hin, das in der gleichen Zeit quasi mündlich zu beantworten. Wir werden sehen, wie gehaltvoll die Antworten sind. Es wird einmal 5 Minuten begründet und dann einmal 10 Minuten lang dazu geredet. Wer will dazu reden? Ich sehe eine Wortmeldung von Faxe. Dann wird Faxe das auch begründen, also 5 Minuten Begründung, warum wir diese Anfrage stellen, und dann 10 Minuten Antworten auf den Senat. Der Senat wird dann vorher an der Stelle antworten. So, und du bist dann als Erster dran mit der Antwort. Deswegen schön Stichpunkte machen. So, Tagesordnungspunkt 13, Verbraucherschutz und Transparenz. Bundesgesetzinitiative zur Kennzeichnung der Herkunft von in Lebensmitteln verarbeiteten Eiern und Eierprodukten unterstützen. Ohne Beratung. Lediglich die... Ja. Lasst mit diesem... Ja, die Berichtsfrist wird auf den 31.01.2013 gesetzt. So, Tagesordnungspunkt 14, wirksame Begrenzung der Zinsbelastung für Dispositions- und Überziehungskredite ist ohne Beratung. Ja, Fabio, du möchtest was sagen? Zum Tagesordnungspunkt 13, Verbraucherschutz und Transparenz. Ich bin wahrscheinlich gar nicht schnell genug. Das ist eine... Was ist das, eine zweite Lesung? Oder? Das sind die Beschlussempfehlungen, die kommen aus den Ausschüssen zurück und wir haben alle einstimmig zugestimmt, steht drunter. Also Beschlussempfehlung zur zweiten Lesung von diesem Antrag? Ja, das haben Beschlussempfehlungen so. Ja, ja, okay, gut. Wir stimmen ab, es wird nicht beraten. Gibt es noch Fragen dazu? Oder also kurze, einen Satz, warum wir das gut finden oder so? Soll ich? Oder ja. Ich zu? So, Herr Weiß, begründen Sie bitte. Ich habe das jetzt mal übernommen. Es ging einfach darum, dass eben nicht nur auf den Eierstempeln wie gehabt zu sehen ist, aus welcher Haltungsform diese Eier stammen, sondern eben auch auf Produkten, in denen dann zwar diese Eier, aber nicht diese Eierstempel landen, was also quasi nur eine konsequente Fortentwicklung dieser Lebensmittelkennzeichnung ist. Und im Ausschuss waren, oh Wunder, tatsächlich alle dafür, das so zu machen, und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht beraten. Also es wird nicht beraten, weil die antragstellende Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ohne Beratung gesagt haben. Jede Fraktion kann natürlich eine Beratung an der Stelle anmelden, aber es ist immer, also wenn halt die eigene Fraktion zu ihrem Antrag dann nicht mehr reden will und es ist nicht gerade super duper wichtig oder so extrem konträr, dann sollte man dem Wunsch auch einfach entsprechen an der Stelle. So, Tagesordnungspunkt 14 zurück. Wirksame Begrenzung der Zinsbelastung für Dispositions- und Überziehungskredite wird ohne Beratung, und Grüne, Linke und Piraten waren dagegen. So, hat jemand Fragen zu Tagesordnungspunkt 14? Sehe ich nicht der Fall. Meine ich ja, also wir waren dafür, sorry, ich habe das falsch rum gelesen. Also die Opposition waren also gegen die Beschluss, also wir waren gegen die Ablehnung des Antrages, so rum mit dem Schuh draus. Also waren wir dafür. Doppelte Verneinung, ja, das wird häufig benutzt hier. So, Tagesordnungspunkt 15, Umsetzung des Gesetzes für die vollständige Offenlegung von Geheimverträgen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe, vertagt auf Januar, damit es dann zusammen mit dem, die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe wird auf Januar vertagt, und zwar damit es gleichzeitig mit dem Bericht vom Wasserausschuss zusammen beraten werden kann an der Stelle. So, Tagesordnungspunkt 16, Verkehrsfinanzierung 1, öffentlichen Personennahverkehr in Berlin sichern, mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit Änderungen abgelehnt, ist erstmal vertagt worden auf die nächste Sitzung von den Grünen. So, Tagesordnungspunkt 17a und 17b, es ist einmal ein Antrag der Fraktion Die Linke, Umwandlungsverordnung für Berlin. Und noch ein Antrag von Die Linke, Kündigungsschutz bei Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen für 10 Jahre und für ganz Berlin. Bei beiden Anträgen haben wir mit Ja gestimmt. Hat jemand Fragen an dieser Stelle? Und er wird ebenfalls beraten. Keiner hat Fragen, okay. Fabio hat eine Frage. Einfach nur vielleicht nochmal einen Satz, zwei Sätze zum Inhalt des Antrags. So, das fällt in den Bereich Stadtentwicklung, das Bauen, Wohnen und Verkehr. Pries, möchten Sie vorstellen?
Herr Pries stellt vor. Ja. Also, sagen, also es geht um die Umwandlungsverordnung von Miet- in Eigentumswohnungen und da wollten die Anträge also eine verlängerte Frist festlegen und das ist also im Ausschuss eher durchgefallen mit der üblichen Ablehnung durch die Koalition und wir haben aber uns dafür ausgesprochen, um eben diesen Umwandlungsdruck vom Mietmarkt wegzunehmen. Aber ja, noch Fragen? So, ich rede auch dazu. Der zweite Antrag, Kündigung, okay, das ist für 10 Jahre für ganz Berlin, genau. Gut, ich sehe keine Nachfragen. Oder Gerbert, du hast eine Nachfrage? In Anbetracht, dass am gleichen Tag im Bundestag die Mietrechtsgeschichte beschlossen wird, dass man Leute leichter kündigen kann, sollte man, wenn man dazu redet, dann auch diese Punkte nochmal exakter ansprechen. Also das gehört ja auch noch dazu, dass es auf Bundesebene entsprechend die Mieterschutzgesetze zugunsten der Vermieter entsprechend erleichtert werden und zurückgenommen. Er reformiert. Gut, dann habe ich noch eine Wortmeldung bei Fabio gesehen. Im Ticket von dem Tricksereien-Antrag steht, der Antrag bezog sich auf den Planänderungsantrag, der vom UVG zurückgewiesen wurde. Der Antrag hat sich damit erledigt. Warum soll er trotzdem zugesprochen werden? Das Ticket 4728. Bei welchem Ticket? Wo bist du gerade? Also das ist jetzt Lärmschutz, okay, ich habe mich verklickt. Ja, genau, das ist der andere Tag, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 16, Umwandlungsverordnung für Berlin Kündigungsschutz und Jahre und 10 Jahre für ganz Berlin, genau. So, keine weiteren Fragen sehe ich. Wolfram, du wirst bei uns reden? Okay, dann redet Wolfram bei diesem Antrag. So, kommen wir zum nächsten Antrag, und zwar Top 17, keine Trickserei beim Lärmschutz und Schallschutzniveau darf nicht abgesenkt werden. Also keine Trickserei beim Lärmschutz und den anderen Antrag, Schallschutzniveau darf nicht abgesenkt werden, Klarstellungsantrag zum Schallschutz am BER sofort zurückziehen. Beide Anträge wurden mit allen Fraktionen für erledigt erklärt und es wird keine Beratung an der Stelle mehr erwünscht. Ich gehe mal davon aus, dass die übliche Frage von Fabio kommt. Damit... Wer begründet? Wolfram? Ja, also hier geht es also zum Schallschutz, dem verbleibenden Thema, haben wir ja das letzte Mal im Plenum schon geredet. Hier in den Anträgen geht es eigentlich nur um diesen Antrag, also den Antrag der Flughafengesellschaft, die also diesen Klarstellungsantrag zu dem Planfeststellungsbeschluss machen wollten, den aber nach dem Gerichtsverfahren, nachdem sie vor Gericht bereits das verloren haben, auch darauf verzichtet haben. Und deswegen braucht man auch da keine Anträge mehr zu stellen, dass sie das zurückziehen sollen. Und deswegen ist das für erledigt erklärt worden und nichts mehr nötig zu beraten. Gut, Dankeschön an der Stelle. Dann der nächste Tagesordnungspunkt 18, Bildung braucht Bewegung, ist Priorität der Grünen gewesen und RKA wird an der Stelle reden. Der nächste Tagesordnungspunkt, Vernichtung von Akten mit NSU-Bezug unverzüglich aufarbeiten. Dieser Antrag ist in neuer Fassung von allen Fraktionen angenommen worden und die Frist soll noch auf den 31.12.2012 im Antrag gesetzt werden, da die jetzige Frist schon abgelaufen wäre. Dieser Antrag soll auch nicht beraten werden. So, wer begründet? So, kommt aus dem Verfassungsschutzausschuss. Pavel? Ja, es ist ohne Beratung, aber warum haben wir an der Stelle das Ding in neuer Fassung angenommen? Das ist ja die Frage, die immer kommt. Also wir haben dem Antrag ja zugestimmt, Vernichtung von Akten mit NSU-Bezug unverzüglich aufarbeiten. Der Antrag wurde nochmal in neuer Fassung geändert und wir haben dem jetzt zugestimmt. Warum haben wir dem zugestimmt? Mit Mikro bitte. Ja.
Warum wir den, also die Frage war jetzt, warum wir den Antrag in neuer Fassung zugestimmt haben. Naja, weil wir natürlich dafür sind, dass die Akten mit NSU-Bezug, dass dort aufgeklärt wird. Natürlich haben die Regierungsfraktionen das wie üblich wieder alles etwas entschärft, aber es ist ja auch unsere Art, wenn Sachen in die richtige Richtung gehen, die trotzdem zu unterstützen. Und das war jetzt halt ein, richtig erinnere, ein gemeinsamer Beschluss aller Fraktionen zu sagen, ja, das soll jetzt schleunigst aufgeklärt werden. So. Gut, Dankeschön an der Stelle. Dann Vorlagen zur Kenntnisnahme haben wir Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Da wird einmal die laufende Nummer 1, Verordnung über die Laufbahn der Beamten und Beamten des Feuerwehrtechnischen Dienstes an den Innenausschuss überwiesen zur Beratung und laufende Nummer 3, Verordnung über die elektronische Aktenführung in straßenverkehrsrechtlichen Bußgeld- und selbstverständige Verfallsverfahren wird an den ITDAT zur Beratung überwiesen. So, ups, tut mir leid. Tagesordnungspunkt 21, realistische Kostenschätzung für das Volksbegehren Neue Energien für Berlin. Möglicherweise landet dieser Antrag in der Priorität vorne bei den Linken, aber die SPD hat signalisiert, dass sie sich innerhalb der Fraktion noch mal darüber unterhalten will, ob sie das machen möchte. Deswegen wissen wir es an der Stelle noch nicht, ob es passiert. Wenn es dazu kommen sollte, wird es vorne an der Stelle mit beraten und es soll auch sofort abgestimmt werden an der Stelle. Ich gehe mal davon aus, realistische Kostenschätzung für das Volksbegehren Neue Energien für Berlin. Ja, okay, da könnte im Prinzip auch Pavel reden, aber mal, wer würde sich denn da als Redner an der Stelle bereit erklären? Ja, Pavel? Ja, ich war ja, glaube ich, beim letzten Mal dafür auch schon als Redner vorgesehen. Der ist ja nicht, das steht ja nicht das erste Mal auf der Tagesordnung und ich bin da halt einfach drin und in dem Thema und vermutlich, das ist doch einer der Anträge, die dann auch geclustert werden. Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Ja. Also vermutlich wird er geclustert mit oben. Falls es nicht der Fall sein sollte, ist er wird er als erster Antrag quasi dann aufgerufen und beraten. Und es ist ja auch Wirtschaftsforschung, Technik federführend, deswegen bietet es sich ja an, dass du auch an der Stelle redest. Okay, gut, das heißt, wir tragen dich in dem Sinne auch schon mal hier als Redner an der Stelle ein und im Zweifelsfalle wird der Antrag halt auch schon vorne in der Priorität der Linken mit behandelt. Aber zurzeit ist er halt noch so auf dem wackeligen Fuß. So, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 22. Sinnvolle Ansätze weiterführen, Wohnungen für Flüchtlinge aus den Beständen der Berlinovo bereitstellen plus Privatwohnungen statt Lager, Kooperationsvertrag, Wohnungen für Flüchtlinge erfüllen und nachverhalten. Das sind beides unsere Anträge. Zusätzlich ist zurzeit noch vorgesehen, den Tagesordnungspunkt 30, Erwerb der barrierefreien Sozialwohnungen. Nee, Quatsch. Wo ist denn der Versammlungsrechtsstärkenprotest? Nee, wo ist denn der hier in dem bei uns drin, dem Antrag? Ist das schon mit eingefügt worden an der Stelle? Ja, klar, ist schon, genau. Und endlich ausreichend Wohnungen in geschützten Marktsegmenten für Flüchtlinge bereitstellen von den Linken zurzeit an der Stelle zusammengeführt. So, dann würde ich an der Stelle erstmal vorschlagen, dass wir darüber reden, ob wir diese Zusammenführung ABC so machen. So, wer hat Redebedarf an der Stelle? Fabio? Kannst du erstmal ganz kurz sagen, ob die sich bewegt haben bei dieser 7,5-Minuten-Vorschlag? 5 Minuten. Also weil wir alleine da jetzt auch schon nach, also wir sind da bei dem Zeitpunkt irgendwo so bei 10 wahrscheinlich schon, weil wir diesmal auch CDU, SPD Prioritäten haben und die große Anfrage mündlich auch behandelt wird. Es geht mindestens bis 8 und dann noch die 2 Beschluss- oder 3 Beschlussempfehlungen, da sind wir so ungefähr bei 10 Uhr, wenn der Antrag kommen wird. Ich würde es vorschlagen, also der Antrag wird bestimmt noch beraten und ich würde auch vorschlagen, das bei C zu belassen, weil das ist, also, so können die Linken ihren Antrag, der halt auch noch später auf der Tagesordnung ist, halt damit reinziehen
an der Stelle und man kann über alle Punkte an der Stelle reden. Also kriegst du das überhaupt hin? Nee, ich würde es so belassen, wie es ist, also dass wir A, B, C, also die Anträge von uns mit den Linken zusammen beraten an der Stelle. Und das ist, dieser gesamte Komplex ist ja im Prinzip, dass endlich mal in Berlin Tatsachen geschaffen werden, dass die Flüchtlinge ordentliche Wohnungen an der Stelle bekommen und nicht alle Flüchtlinge oder 90% davon in Lichtenberg in irgendwelchen Zwischenlagern irgendwie untergebracht sind, weil so sieht es ja zurzeit aus. Ja, also die Idee oder die Zielrichtung der Anträge ist natürlich schon die gleiche, das ist, erkenne ich durchaus an. Und sie ähneln sich auch, es ist einfach nur so, dass es halt, unsere beiden Anträge sind halt ein Vorschlag, ein konkreter Vorschlag, wie man die Situation jetzt verbessern kann. Und man könnte zu jedem der Anträge problemlos jede Fraktion 5 Minuten diskutieren. Also gerade bei dieser Geschichte mit Berlin-Novo BIH war es ja so, dass die Blumen da irgendwie angeblich 4 bis 6 Monate durch die Stadt gegondelt ist, um sich da Wohnungen anzuschauen. Also es wäre natürlich schon cool, wenn man das halt wirklich umfänglich diskutieren kann. Ich finde es jetzt schade, dass die sozusagen gesagt haben, dass sie von den 15 Minuten, die eigentlich für die Anträge vorgesehen sind, nicht mehr auf 7,5 gehen. Also wenn die es nicht machen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn das dann macht, zu sagen, wir wollen den bösen linken Antrag ja nicht dabei haben. Ich glaube, es macht wenig Sinn irgendwie, oder? Also Sie können es ganz einfach machen, machen wir einfach ein Meinungsbild. Wer dafür ist, dass wir den linken Antrag zu unseren mit dazuzählen, also ABC machen, der hebe das blaue Bämmelchen. Gut, das Meinungsbild ist sehr positiv, dann machen wir das auch einfach so an der Stelle. Das heißt, Tagesordnungspunkt 22 wird mit unseren Anträgen und mit dem Linken zusammen gemacht. Und Fabio wird an dieser Stelle auch reden, oder? Gut. An der Stelle reden wir zuerst, weil unser Antrag als A ist. Also wir reden zuerst. Genau, also der Antrag, der als erster drin ist, die anderen sind ja quasi mit rangehangen. Und immer der Antrag, der als erster in der Tagesordnung ist, ist quasi der federführende und die anderen werden dann mit rangehangen. Und dann kann man sich theoretisch noch im Konsens einigen, dass ein anderer redet. Also im Konsens kann man das ja alles entscheiden. Aber jetzt würden wir an der Stelle als Erste reden und Fabio würde an der Stelle beginnen. Nee, danach geht es in Fraktionsstärke weiter. Die Linken sind dann quasi Letzte. Wenn wir anfangen, sind die Linken Letzter. So, ich hatte eine Frage irgendwo hier im Raum von Oliver Höfinghoff. Ja, Fabio, wenn es dir tatsächlich darum geht, dass die Redezeit nicht ausreicht für die ganzen Anträge, kleiner Tipp, bei Kurzinterventionen hast du nochmal 3 Minuten, um zu antworten. Wenn du jemanden findest aus irgendeiner Fraktion, der bereit wäre, eine gerne auch choreografierte Kurzintervention zu deinem Redebeitrag zu leisten, dann kannst du ja da nochmal drauf antworten. Das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber müssen, ja? Okay, das könnte man natürlich auch ein bisschen Trollodroll machen. Beziehungsweise, wenn wir anfangen, das als Erstes zu missbrauchen, machen es die Grünen danach wieder. Deswegen lassen wir es lieber. Ja, genau. Das hatten wir schon mal bei großen Anfragen. Hahaha. So, okay, gut. Ja. Oder du nimmst ein Stichwort, was die CDU-Menschen. So, wir machen weiter. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 23. Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 2.0. Ich gehe mal davon aus, dass der Andreas Baum an der Stelle dazu reden möchte. Okay. Der Andreas Baum wird an der Stelle dazu reden. So, kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 24. Berlin braucht klare Regeln für die Verstetigung von erfolgreichen Projekten in den Quartiersmanagementgebieten von den Grünen. Der Beratungsvorbehalt ist abgemeldet. Es gibt keine Beratung an der Stelle mehr, also ohne Beratung. Tagesordnungspunkt 25. Belastung auf Nord-Süd-Straßen im Osten Berlins verringern, auch von den Grünen. Es war Beratungsvorbehalt angemeldet. Die Grünen wollen auch beraten, aber sie wollen zu Protokoll reden. Das heißt, derjenige, der Belastung auf Nord-Süd-Straßen im Osten Berlins, Bauen und Verkehr geht das Ding, der darf sich eine Rede schreiben, die er dann im Protokoll gibt. Oder er muss halt nicht, aber er kann es gerne machen, wenn er will. Das passt ins Wolframs-Thema rein, wa? Ja, ich denke, ich werde mit meinem Referenten da eine wohlwollende Übereinkunft zusammenfinden. Okay, gut. Wolfram schreibt einen schönen
Prosatext und reicht den ein. Tagesordnungspunkt 26, Zirkusspaß statt Tierquälerei von den Grünen. Phil, halte ich fest, es gibt keine Beratung mehr. Ja, da gibt es ja noch Punkt 27. Gut, Tagesordnungspunkt, so, ohne Spaß geht gar nicht. So, Tagesordnungspunkt 27, Tierparkzuwendungen an tragfähige Struktur- und Haltungskonzepte knüpfen von den Grünen. War Beratungsvorbehalt angemeldet, den haben Sie wieder abgemeldet, es wird nicht beraten an der Stelle. Ja, ich glaube, die haben sich das zu Herzen genommen, dass man dieses, wir machen das, bevor wir quasi ins Plenum gehen, was wir wirklich beraten wollen und nicht beraten wollen. Ja, Herr Kowalewski? Ganz kurze Frage. Mit Mikro bitte, wenn Sie eine Frage haben. Aber auch das. 26 und 27, kommen die beide dann in den Verbraucherschutzausschuss? Gibt es da schon was? 26 und 27, das ist Zirkus. Ja, die, ich glaube mal. 26 kommen, ja, die kommen beide in den Rechtsausschuss. Die waren vorher nur vorgesehen für Stadtentwicklung Umwelt, aber man hat ja dann irgendwann mal festgestellt, dass Stadtentwicklung Umwelt nicht mehr für Tierschutz zuständig ist, sondern dass es der Rechtsausschuss ist und es kommt zu euch. Und Tierparkzuwendungen an tragfähige Struktur kommt an euch und an den Hauptausschuss, weil es wieder mal um Geld geht. Dankeschön. Bitteschön. So, Karnevalsfonds von. Wollen wir so reinlassen? Ja, also Karnevalsfonds haben die Grünen den Beratungsvorbehalt ebenfalls abgemeldet. Scheibenkreuz. Wollen wir den nicht auf? Wir keine anmelden? Beratung. So. Können wir nicht anmelden? Nein, ich melde nicht. Achso, es gibt keine Beratung für den Karnevalsfonds. Ja, es ist. Aber wir haben zwei Wortmeldungen, einmal von Fabio, einmal von Faxe. Ja, einfach nur die Frage, in welche Ausschüsse das jetzt geht, weil hier steht im, als Frage auch noch, ob das in den Hauptausschuss auch kommt. Karnevalsfonds? Nee, geht nur an den Kulturausschuss. Also ich kann das noch anmelden für Haupt, ich will mich damit aber beim Haupt nicht beschäftigen, weil der Antrag scheiße ist. Ich habe das schon wieder, dieses Wort benutzt, oder? Hat keiner gehört. Ich muss mich wieder positiv für dich rechtfertigen. Genau. So, soll ich dann Haupt überweisen? Also hast du die mal durchgelesen? Das war jetzt bei einer Frage. Ach so, ja, nee, also ich will den nicht in Haupt haben. So, Gerbert, du hattest noch eine Frage? Ja, es geht ja hier um den Karneval der Kulturen. Kann man denn als Fremdfraktion das theoretisch übernehmen, den Beratungsvorhalt? Ja, das können wir jederzeit machen, aber ich würde davon abraten, das Ding zu beraten. Mhm. Also Nummer eins, es muss sich jemand finden, der es überhaupt freiwillig macht. So, ja, aber es hat sich erledigt, wir machen da keine Beratung, wir melden auch keine Beratung an und es wird auch nicht an den Hauptausschuss überwiesen, sondern wir kommen weiter zum nächsten Antrag, das ist der Antrag 29, Europa City Heidestraße sozial und nachhaltig gestalten. Wow, keine Beratung. Das war das Grundstück, was die neu verkauft haben. Genau. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 30, Erwerb der barrierefreien Sozialwohnung in der Palisadenstraße durch ein städtisches Wohnungsunternehmen. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Keine Beratung. Tagesordnungspunkt 31, Versammlungsrecht stärken, Protestcamps zulassen. Dieser Antrag wird beraten. Wer möchte an dieser Stelle dazu reden? Wir haben eine Meldung von Herrn Höfinghoff. Zum ersten, zum zweiten verkauft an Herrn Höfinghoff. Versammlungsrecht stärken, Protestcamps zulassen. So, Tagesordnungspunkt 32, kein Einsatz von V-Leuten bei Polizei und Verfassungsschutz in Berlin von den Linken, ist ohne Beratung. Geht an Innensicherheit, Ordnung, Federführenden und an den Verfassungsschutzausschuss. So, genau, wir haben ja da auch eine Liquid-Feedback-Umfrage. So, Tagesordnungspunkt 33, ja. Also auch wenn es jetzt nicht beraten wird, vielleicht könnten die Leute, die sich dann dafür zuständig fühlen, nochmal ganz kurz sagen, was unsere Position
wäre aus Ihrer Sicht, beziehungsweise was sie so lange sein wird, wie das im Liquid Feedback noch nicht... Also ich habe das schon gesagt, es gibt gerade eine Liquid Feedback-Initiative, die genau dieses Thema behandelt, zu den V-Leuten. Also da kann Christopher was sagen, er hat ja extra eine Liquid Feedback-Initiative eingestellt dafür. Ja, da kann ich was zu sagen, und zwar ist es so, ich habe eine Liquid Feedback-Initiative gestellt, da geht es darum, dass wir die V-Personen abschaffen. Und der Pavel hat gesagt, er will noch eine machen, wo was anderes drin steht. Die ist aber leider noch nicht gekommen. Heiko, habe ich dich richtig verstanden, dass es da jetzt keine Beratung geben wird? Okay, danke. Ja, es ist cool, aber das kann ja sein, dass es im Ausschuss drankommt, bevor das im Liquid abgestimmt wird. Was wäre denn unsere Position bis dahin? Also, Pavel, wann tagt denn das nächste Mal der Ausschuss für Verfassungsschutz? Das nächste Mal tagt er zusammen mit dem Innenausschuss und soweit ich weiß, steht es da auch noch nicht auf der Tagesordnung. Das heißt, es kommt frühestens meiner Meinung nach im Februar im Verfassungsschutzausschuss und im Innenausschuss wahrscheinlich auch. Also jedenfalls nicht vor Mitte Januar, und bis dahin haben wir da auch noch genug Zeit, die Debatte zu führen. Genau, er ist auch nicht vorab überwiesen worden oder so, dass man mit Priorität auf die Tagesordnung aufnimmt. So, Tagesordnungspunkt 33, Online-Ordnungsamt für Mängelmeldungen in ganz Berlin einführen, wird beraten. Wer möchte zu Online-Ordnungsamt für Mängelmeldungen in ganz Berlin reden? Herr Simon Weiß. Ja, ich habe auch schon einen Änderungsantrag eingereicht. Haben wir den... Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich den komplett schon ins Plenum eingereicht habe. Ich glaube, ich muss den noch ins Plenum einreichen. Ja, guck nochmal, Heiko. Ja. Ne? Er ist sowieso dringlich, also von der Hinsicht... Ja, okay, das heißt. Ja, genau, das ist sehr schön. Es geht da um das sogenannte Online-Ordnungsamt oder elektronisches Anliegenmanagement. Das ist halt, wer das aus Lichtenberg vielleicht kennt, dieser Merker, den es da gibt. Geht es halt darum, dass man irgendwie so Dinge wie hier, da ist irgendwie... da stimmt irgendwas nicht, da ist ein Loch in der Straße und so weiter, halt melden kann, dann wieder so eine Online-Plattform und dann auch so den Bearbeitungsstand der eigenen Meldung sieht. Also eine sehr sinnvolle Sache. Das Lustige an diesem Antrag ist einmal, also erstens ist der Antrag, ist es ein Antrag der Form, wir fordern den Senat auf, etwas zu tun, von dem wir seit einem Jahr wissen, weil wir es in einer kleinen Anfrage bekommen haben, dass er es tun wird. Also, ne? Und wahrscheinlich stellen sie ihn jetzt, weil sie jetzt wissen, dass es auch tatsächlich bald passieren wird. Und zweitens ist halt ein bisschen problematisch, wie sich dieser Antrag auf eine bestimmte, also so halb, nicht ganz, nicht explizit, aber eigentlich schon auf eine bestimmte technische Lösung festsetzt, obwohl es eigentlich durchaus noch verschiedene Alternativen gäbe, darunter auch Open-Source-Lösungen. Ja. Und das sind auch die Punkte, die in dem Änderungsantrag zur Sprache kommen. Und was da zur Finanzierung drinsteht, ist auch Blödsinn. Aber ja, deshalb freue ich mich auch darüber zu reden. Genau, er ist nicht nur im ITDAT, sondern er kommt auch in den Hauptausschuss. Und genau aus diesem Finanzierungsgrund, weil diese Aussage, die immer von beiden kam, war immer so, nee, kostet kein Geld. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ein Unternehmen, was eine Software entwickelt, die dem Bezirk Lichtenberg knapp an die 1.000 Euro abgeknöpft hat, dieses gesamte Konzept dem Land Berlin inklusive der Weiterentwicklungen für lau überlassen wird, sondern das ist dieses übliche, wir führen es kostenlos ein und danach sagt die Firma, okay, wenn ihr jetzt das Update haben wollt, da brauchen wir mal richtig Kohle. Genau. Entschuldigung, ich habe gerade nur akustisch, wie viel hat das gekostet in Lichtenberg? Zu Lichtenberg 700 Euro ungefähr, aber das tut an der Stelle nichts zur Sache und Simon wird das in seiner Rede, also du wirst bestimmt auch in die Rede halten dann, also weil der wird ja beraten. Gut, dann wird Simon an der Stelle auch reden und dann ist in der Rede auch alles begründen an der Stelle. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag. 34, der Fußfessel Fesseln anlegen, Evaluierung Grundrechts- und Datenschutz. So, Antrag der Grünen, gibt keine Beratung. Antrag 35, Datenschutz und Informationsfreiheit als Teil der Schulkultur im Land Berlin, das haben wir auf die nächste Sitzung im Januar vertagt. Tagesordnungspunkt 36, richtungsunabhängiger Einzelfahrschein im VBB. An dieser Stelle hatte
Faxe darum gebeten, dass wir ein Meinungsbild einholen, ob wir diesen Antrag noch beraten wollen an der Stelle oder ob wir auf eine Beratung an dieser Stelle verzichten und er direkt in die Ausschüsse Bauen, Wohnen und Verkehr sowie den Hauptausschuss gehen soll. Das blaue Bämmelchen für wir wollen ihn noch beraten an der Stelle und das Nein-Bämmelchen, also wir wissen es nicht genau wann, also es wird irgendwann spät sein. Möglicherweise kommen auch noch ein paar Beschlussempfehlungen aus dem Hauptausschuss, so wie es ausschaut. Gib, so, mal, wir haben aber gib mal eine Schätzung ab, es würde vielleicht meine Abstimmung beeinflussen. Also wenn ich konservativ schätze, irgendwann sehr, sehr spät, gehe ich mal, also ich sag mal so, vor 11 Uhr wird es auf keinen Fall sein. Also pauschal gesagt, für 11 Uhr auch nicht. Aber ich hatte vorher, glaube ich, noch eine Wortmeldung von Herrn Spieß. Okay, wir holen erst das Meinungsbild an. Wer möchte diesen Punkt, dass er noch beraten wird an der Stelle? Das Meinungsbild ist durchwachsen, aber leicht positiv. Das heißt, der Antrag wird an der Stelle beraten und ich melde die Beratung auch an. Und Gerwald, du möchtest bestimmt reden. Gut, dann ist Gerwald an der Stelle auch unser Redner dafür. So, dann haben wir den nächsten Antrag, 37 Energiepaket für Berlin. Das ist unsere Priorität und dementsprechend wird Pavel dazu reden. Das ist abgearbeitet. Tagesordnungspunkt 38, eine Meldepflicht für Überwachungskameras im Land Berlin. Ist derzeit von uns noch eine Beratung angemeldet. Reden wird dazu Simon Weiß, nehme ich an. Und du möchtest auch reden? Gut. Dann wird an der Stelle Simon Weiß den Antrag für uns begründen. Top 39, EFRE-Strategie 2014 bis 2020, Berlin 2020 mit der Energiewende die Wirtschaft stärken von den Grünen, findet ohne Beratung statt. Top 40, Einführung einer Wohnungslosenstatistik für das Land Berlin von den Grünen, ist ohne Beratung. Top 41, Grundsätze eines neu zu gründenden integrierten Energiedienstleisters als Tochtergesellschaft der BSR plus neue Energien für Berlin, also der gemeinsame Antrag von uns, wird alles zusammen in der Priorität der Linken beraten und Pavel wird dazu sprechen. So, und das waren die normalen Anträge. Kommen wir noch Vorlagen zur Beschlussfassung. Das wäre einmal 42 Entlastung wegen der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungshofs für Berlins im Haushaltsjahr 2011 ohne Beratung direkt in den Hauptausschuss. Und Tagesordnungspunkt 43, Aufgabe gemäß § 7 Absatz 2 Sportförderungsgesetz einer Teilfläche der öffentlichen Sportanlage Neue Krugallee 4 im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Treptow, für die Zwecke des Gemeinbedarfs, geht ohne Beratung direkt an den Sportausschuss federführend, an den Stadtentwicklung Umwelt und an den Hauptausschuss. So, damit haben wir im Prinzip die aktuelle Tagesordnung durch und je nachdem, was aus dem Hauptausschuss bzw. Unterausschuss Vermögen noch kommt, ist das zurzeit eine stattliche Tagesordnung, die ungefähr so bei 0 Uhr, 0 bis 1 Uhr ungefähr liegt. So, wir haben eine Wortmeldung von Alexander Spieß noch, bevor ich wieder übergebe. Genau, das war die vorhin, Heiko, also wenn, falls jetzt Beratungen wieder abgemeldet werden, wegverhandelt werden und es liegt bereits eine Rede von einem von uns vor, wäre es gut, dass man erreicht, dass diese auch zu Protokoll gegeben werden kann. Das kann ich an den Stellen anmelden. Wenn du dir die Tagesordnung anguckst, siehst du aber, dass von den Anträgen nicht mehr viele mit Beratung sind. Also wir haben halt die normalen Beschlussempfehlungen, wo auch schon viele nicht beraten werden. Also ich gehe mal davon aus, dass der Großteil von dem, was jetzt da ist, im Prinzip auch so beraten wird. Also die letzten Anträge aus der Tagesordnung sind diesmal zwei Anträge von uns. Deswegen werden im Zweifelsfalle wir, also die Augen auf uns gerichtet sein, ob wir unsere Anträge beraten wollen. Davor ist nicht so extrem viel mehr mit Beratung. Vor allen Dingen haben die Grünen ja so gut wie alle ihre Anträge ohne Beratung direkt in die Ausschüsse überwiesen. Das macht bei extrem vielen Beschlussempfehlungen, wie wir sie jetzt haben, und großen Anfragen auch eine gewisse Sinn, weil sie kommen ja dann auch, also beziehungsweise es ist sinnvoller, sie gleich ohne Beratung statt immer zu vertagen, weil dann kommen sie schneller wieder auf die Tagesordnung als Beschlussempfehlung zurück. Falls man immer so das Gefühl hat, mein Antrag ist ganz hinten, ich vertage den, damit er beim nächsten Mal früher drauf ist, er kommt nicht mehr früh drauf als neuer Antrag. So, und jetzt hat Andreas wieder das Wort. Ja, vielen Dank. Dann muss ich mal scrollen. In welcher Zeile sind wir? 759. Ja, dann kommen wir ja nur noch zu Termine. Da steht im Moment nichts.
Gibt es da irgendwas, was wir zu beachten haben? Am Freitag ist auf jeden Fall für uns alle ein Termin am 14., wo wir uns ja auch alle nochmal sehen werden, den ganzen Tag über. Martin. Wir sind bei Terminen, ne? Habe ich richtig verstanden? Gut. Ich wollte mich für Freitag, also nicht komplett entschuldigen, sondern entschuldigen, dass ich teilweise nicht da sein kann. Es wird ein Jugendforschungszentrum in der Nähe des NH-Hotels, also in der Nähe, in Hohenschönhausen, also nicht in der Nähe, aber eröffnet, bei dem ich irgendwie einer der Special Gäste bin. Das wollte ich nicht verpassen, weil ich mich dafür auch engagiert habe, bei dem Verein da. Das bitte ich zu entschuldigen und ich werde ein bisschen eher gehen müssen. Das ist. Kannst du da eine Uhrzeit sagen? Oder? Noch nicht so richtig. Das hängt davon ab. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange ich bis dahin brauche, wo ich hin muss. Das weiß ich aber noch nicht genau. Abgesehen davon würde ich mich freuen, ich habe hier das Pad gerade nicht offen, ist da jetzt verlinkt eine Tagesordnung, ein Seminarplan oder ähnliches? Weil das habe ich nämlich noch nicht vorliegen. Vielleicht war ich auch nur blind, das hätte ich gern vorher gehabt, weil muss ich auch sowas auch vorbereiten, damit das was bringt. Ja. Heiko oder Christopher, gibt es da was? Ansonsten würden wir das, glaube ich, noch verteilen. Und für die Planung wäre es aber natürlich auch gut, wenn man weiß, wann du nicht mehr da bist, damit man das sozusagen. Okay. Gut. Ach so. Ja, Alexander? Ganz wichtig, was ist mit dem Kommunikationstreffen Landesverband? Kommt das noch? Oder? Ja, das ist der nächste Tagesordnungspunkt. Ja, Fabio? Ich muss mich Martin leider anschließen. Ich bin auch am Termin, der um 17 Uhr ist, am Freitag, dann würde ich gerne hingehen. Das ist die Besichtigung der Erstaufnahmeeinrichtung Motardstraße in Spandau. Und da hatten wir letzte Woche auch schon eine Erstaufnahmeeinrichtung in Lichtenberg besucht. Und das ist jetzt quasi der Follow-up und den wollten wir dieses Jahr noch legen. Da ließ sich nicht so gut ein anderer Termin finden. Das heißt, ich würde dann ab etwa 16.30 Uhr fehlen. Und ich würde euch ganz herzlich einladen wollen zur Podiumsdiskussion der drei Oppositionsfraktionen am nächsten Montag um 18 Uhr. Da soll es um das Thema Residenzpflicht gehen. Da gibt es nicht nur die Diskussion mit sehr spannenden Gästen, also da reden nicht Jan und Hakan und ich, sondern da reden Leute, die wirklich Ahnung haben quasi. Und da gibt es dann auch einen Film zum Thema Residenzpflicht und wird wahrscheinlich ganz spannend, würde mich freuen, wenn ihr kommt. Gut, ich finde das schlecht, dass wir da nicht alle da sind. Bekanntlicherweise ist es dann immer schwierig, gemeinsam zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen. Insofern, ja. Also da mir ja auch das Programm noch nicht vorliegt und der genaue Charakter der Veranstaltung bis auf den Titel Kommunikationsschulung nicht bekannt ist, also ich kann mir viel darunter vorstellen, wir haben ja schon darüber diskutiert, also ich will da jetzt nicht, wollte ich dich mal fragen, was genau meinst du mit Ergebnissen, die noch zu erwarten sind? Grundsätzlich geht es ja, also habt ihr nicht das vorbereitet letzte Woche, wo ich krank war, Christopher und Heiko, könnt ihr dazu was sagen? Ja, jetzt ist Daniela auch nicht da. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit der, also Daniela, die Seminarleiterin, also eine der Seminarleiterinnen und ich, und es wird natürlich darum gehen, dieser ganze Themenkomplex Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kommunikation in der Fraktion und natürlich auch in Teilen sowas wie Arbeitsorganisation, was sind da verschiedene Möglichkeiten und darum wird es so grob gehen. Ja. Gut. Und mit Ergebnissen meine ich natürlich dann auch irgendwelche Dinge, die man dann vielleicht in Zukunft anders machen möchte und die man möglicherweise dann auch insgesamt. Bitte? Du hast ja eben gesagt, du bist nicht dabei. Ja, gut. Also grundsätzlich fände ich es jedenfalls gut, wenn man da auf entsprechende Eröffnung oder Ähnliches verzichten kann. Das nur noch
als Hinweis von mir. Aber gut, wir kommen zum nächsten Punkt, Kommunikationstreffen mit dem Landesverband Berlin. Da gibt es ja eine entsprechende Liquid-Ini und hier gibt es jetzt einen konkreten Vorschlag, nämlich das am 19.01. zu machen. Dazu gibt es auch einen Vorschlag für den Ablauf mit der Struktur. Das hat Moni dankenswerterweise erarbeitet. Und dazu gibt es jetzt eben auch noch entsprechende Gruppen, die beziehungsweise Hinweise, die ihr hier lesen könnt bezüglich der Gruppen, die man im zweiten Teil machen oder die vorgeschlagen sind, im zweiten Teil zu machen. Da wäre es gut, wenn die entsprechend vorbereitet werden von den jeweiligen Fachreferenten und Fachabgeordneten. Und ich sehe eine Wortmeldung von Heiko. So, also Moni hat sich da relativ viel Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie das Ding stattfinden soll, und zwar drei Teile. Also es fängt damit an, dass wir halt quasi in einer großen Runde Aussprache und Bewertung der zurückliegenden Arbeit machen, dass wir quasi dann das in der großen Runde an der Stelle machen, wo jemals Kommunikation, Landesverband, Fraktionen bzw. gemeinsame Ergebnisse, Anregungen, Anträge aus dem LV bzw. Aktivitäten, Anträge, Gesetzesordnungen jeweils 10 Minuten halt quasi präsentiert, vorgestellt oder Dings, und dann gibt es eine kleine Diskussionsrunde danach immer, das ist ungefähr 2 Stunden. Der zweite Block sind jeweils 1 Stunde Gruppenarbeit, das heißt, dass jeder die Möglichkeit mindestens an 2 Gruppen teilnehmen kann. Bei diesen Gruppen soll es vor allen Dingen darum gehen, dass also jede Gruppe findet immer nur dann statt, wenn sich ein Abgeordneter bereit erklärt, diese Gruppe auch zu führen. Also es wird am Ende nicht so laufen, dass dann ein Referent von uns vorne dann den Workshop oder sonst was an der Stelle macht, sondern das ist unsere Aufgabe an der Stelle. Die Referenten können gerne damit helfen euch und arbeiten dabei zu, aber ihr steht dann da vorne und je nachdem, was für ein Thema ihr an der Stelle mit dem da machen möchtet. Da können mehrere Sachen sein, zum Beispiel dann ausschussübergreifend sich zusammenzusetzen und wie kriegen wir es hin, im nächsten Jahr irgendwie besser miteinander zu kommunizieren mit dem Squad XY oder sowas, oder ich erkläre den Leuten, wie das ganze Prozedere funktionieren könnte mit, also wir arbeiten aus, wie wir effektiver es hinkriegen, dass der Landesverband kleine Anfragen mit uns ausarbeitet und solche Sachen. Also dass man sich dann quasi Projekte sucht, die man dann in diesen 60 Minuten lang mit den anwesenden Leuten besprechen kann. Wichtig an der Stelle ist es, da wir feste Anmeldungen haben wollen und wir in der ersten Januarwoche quasi diese Anmeldung rausjagen wollen, dass ihr euch zeitnah Gedanken macht, was ihr für Projekte in diesen 60 Minuten machen möchtet, damit wir in der Anmeldung das schon mit rausjagen können, damit sich die Leute dann auch fest dafür anmelden können, damit wir auch wissen, wer hat wo wie viel Interesse. Weil wenn am Ende dann wir die Räume zuweisen und es stellt sich heraus, okay, gut, also wir kriegen das ja vom Barcamp-Niveau und sonst was und wir haben dann möglicherweise auf einmal nicht die passenden Räume oder sonst was, weil sich dann 30 Leute dafür angemeldet haben, dafür etc., wäre das doof. Wieso kackt mir jetzt das blöde Pad ab? Nein. So, und der letzte Tagesordnungs-, also der letzte Punkt soll dann sein, noch Ausblick auf die Arbeit und Themenschwerpunkte der nächsten 3 bis 18 Monate an der Stelle. Also das ist quasi der grobe Rahmenablauf, wie das gestaltet werden kann. So, ich sehe, also ja, Christopher? Ich habe nur eine Frage, wo soll ich da jetzt ins Pad irgendwas mit diesen Gruppen reinschreiben? Also an welche Stelle jetzt genau? Ich kann das Pad leider nicht öffnen, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Moni nimmt das entgegen. Also Moni nimmt entgegen, wenn du irgendwas machen möchtest. Im Zweifel schreib es ganz ans Ende rein. Martin? Ja, ich finde es auch sehr gut. Mal gucken, wie konkret das noch wird. Ich hätte es gerne konkreter. Das wird aber dazu auch eine Wiki-Seite geben, wo ich nachgucken kann und nicht bloß dieses Pad. Moni pflegt das ja üblicherweise sowieso alles ordentlich. Ich wäre nur schön, wenn es eine Mail dazu nochmal gibt, weil sonst vergesse ich das garantiert über Weihnachten. Ja. Können wir ja so aufnehmen und Moni bitten, das nochmal auf eine Wiki-Seite zu packen und dann auch nochmal eine entsprechende Mail rumzuschicken. Zu dem Termin, da gab es auch einen Doodle, was Christopher gestartet hatte, wo der 19.01. auch der meist sozusagen votierte Termin war. Aber du schnaufst die ganze Zeit, ich würde dich bitten, was zu sagen, weil ansonsten kann ich damit wenig antworten.
Also am 20.01. ist ja Landtagswahl in Niedersachsen. Ich bin eigentlich das ganze Wochenende in Hannover. Jetzt gut, ja, schade, gut, okay. Gut. Wie wir wissen, ist es ja immer schwierig, deswegen ja, würde ich das in dem Fall, muss man das wohl so hinnehmen. Am Kommunikationstreffen? Am 19.01. Naja, da gibt es verschiedene Namen für das Treffen, müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da einen stetigen finden. Ich hatte es mal Strategietreffen oder Ähnliches genannt im Liquid, in meiner Liquid-Initiative. Wir kommen zum nächsten Top, da gibt es die Berichte und Sonstiges. Da gibt es ein Wetterschutzhäuschen vor dem Haus. Da kann ich jetzt wenig mit anfangen, ja, Gerwald? Ja, das habe ich nochmal verbrochen, weil inzwischen auch wieder Presseberichte dazu gewesen sind am Wochenende. Und ich kann auch kurz Pause machen, dann. Also ich wollte nur kurz erklären und jetzt halt dieses Mal den richtigen Weg anwählen, dass ich das halt in der Fraktionsversammlung anspreche, dass die Menschen, die im Präsidium sitzen, auch entsprechend angemessen darauf reagieren können und entsprechende Diskussionen anstoßen im Präsidium. Die Zeit wäre ganz sinnvoll, jetzt vor Weihnachten das noch zu nutzen. Finde ich schon gut, das ist jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger immer am Schwelen, das Ding. Und da hätte ich mal ganz gerne irgendwann mal eine Stellungnahme vom Präsidenten auf ein Stück Papier, warum der das nicht haben will. Und das Denkmalschutzding ist jetzt ein bisschen ausgelutscht als Begründung. Das zählt ehrlich gesagt nicht mehr. Da müssen ein bisschen handfestere Argumente kommen, finde ich. Ja, Martin, bitte. Ich bin ja sehr pflichtbewusst, deswegen werde ich das auch gerne nochmal ansprechen. Die Stellungnahme des Präsidenten kann ich dir aber mündlich auch so schon geben. Die Polizei hier unten hat eine eigene, beheizte, mit einem Bett versehene und einer Dusche ausgestattete Wache im Gegensatz zu jedem anderen Personenschutzdingens in dieser Stadt. Sie können sich ihre Schichtpläne selbst einteilen, darauf hat das Haus keinen Einfluss und insofern sieht der Präsident da völlig zu Recht überhaupt gar keinen Handlungsbedarf. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zum. Achso, dann muss ich einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung stellen, nämlich geschlossenen Teil wegen Personalangelegenheiten. Wir können davor eine Pause. Wenn es da keinen Widerspruch gibt. Nee, wir müssen den abstimmen, ne? Ich muss erstmal die GO, die kann ich ändern, wenn es da keinen Widerspruch gibt. Und dann haben wir jetzt einen neuen Top, nämlich den neuen Top 7. Und dann bitte die Frage, Fabio. Nee, Top 8 ist es. Ich frage mich jetzt nur, da steht noch Pupe TV und Offenlegung UCC. Ach so, oder ja. Sonstiges. Entschuldigung, das. Habe ich übersehen, das stimmt. Pupe TV. Ja, ist nur eine Bitte erstmal um ein Meinungsbild. Ich weiß nicht, wer es von euch noch nicht mitgekriegt hat. Der YouTube-Kanal Pupe TV ist ja von Google gesperrt worden. Das heißt, unsere ganzen schönen Reden auf YouTube oder viele davon sind jetzt dort nicht mehr zu finden, plus tausend andere Dinge. Und ich wollte einfach nur hören, wie das die Fraktion sieht, ob wir mit Lars einfach mal reden sollen darüber, dass halt, sofern er Material noch hat, wir das dann in einen eigenen OwnTube-Kanal einstellen. Aber bevor ich davon rede, wollte ich halt wissen, was halt ihr davon haltet, wenn man da auf ihn zugeht. Gut, dann erhebe ich mal ein Meinungsbild. Wer ist der Meinung, oder Pavel redet mit Lars bezüglich diese Angelegenheit ist also mehrheitlich positiv. Danke. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Offenlegung Gutachten ICC. Ja, nur eine kleine Info, dass jetzt im Wirtschaftsausschuss unser Antrag, ich glaube Olli hatte den ursprünglich mal gestellt,
extrem entschärfter Form angenommen wurde. Die werden jetzt nicht veröffentlicht, sondern kommen jetzt erstmal in den Datenschutzraum. Ich habe dem aber dennoch auch zugestimmt mit dem Hinweis, dass wir uns die dann angucken werden und dann halt gegebenenfalls erneut den Antrag zur Veröffentlichung stellen, wenn wir sehen, was da drin, weil von der Koalition haben wir, wir wissen ja noch gar nicht, was da drin steht und es ist insofern habe ich nach der Doktrin Schritt in die richtige Richtung so dem auch zugestimmt. Der wird jetzt noch wahrscheinlich in den Bauausschuss, nehme ich an, der ist noch mitberatender Ausschuss, kommen jedenfalls, ja, ist, also das ist der da wollte ich nur kurz ja, mitteilen. Ja, Oliver. Lieber Pavel, mal wieder hätte ich es total super gefunden, wenn wir darüber vor der Abstimmung im Ausschuss gesprochen hätten. Es hätte mich erstens interessiert, inwiefern da geändert worden ist. Das hatte ich nämlich nicht auf dem Schirm. Und dann hätten wir auch nochmal über das Abstimmverhalten reden können, weil ich jetzt, ohne die Änderung zu kennen, gar nicht mal so uneingeschränkt bei Ja meine Hand gehoben hätte, wie du das gerade also auch darstellst. Inkonsistentes Verhalten in den Fachausschüssen zu vermeiden, ist es tatsächlich sinnvoll, bevor die in den Ausschüssen behandelt werden, auch mal darüber gesprochen zu haben. Sinnvoll ist, wenn ihr das tatsächlich konkret auch nochmal tatsächlich gegeneinander oder miteinander besprecht. Ich glaube nicht, dass wir hier insgesamt in der großen Runde das jetzt irgendwie auflösen können. Deswegen würde ich ganz gerne zu der Pause gehen und zu dem nächsten Antrag, der jetzt zwar auf der Tagesordnung steht, den ich aber nochmal beschließen lassen muss. Und deswegen frage ich, wer ist also dafür, dass wir diesen Antrag nach der Pause so behandeln mit dem geschlossenen Teil wegen Personalangelegenheiten. Ich hatte dazu auch eine E-Mail an euch geschickt. Das ist mehrheitlich der Fall, außer Alexander Spieß, der sich enthält. Gut, vielen Dank. Und Gerwald. Und Susanne. Beziehungsweise Gerwald enthält sich zweimal. Dann machen wir jetzt eine Pause, würde ich vorschlagen, bis 35. Ja? 18.35 Uhr. Und dann beginnen wir pünktlich wieder hier. Ihr könnt euch ja 18.30 Uhr aufschreiben und dann 17.30 Uhr, ja.